Parker und Schlenske. Der queere Rückblick mit Jessica Parker. Das bin ich. Hallo. Und Margot Schlenske. Damit dürfte dann wohl ich gemeint sein. Und von uns gibt's jetzt was auf die Ohren. Und wenn das jetzt geklappt hat, dann hört man uns jetzt bereits. Dann hört man uns jetzt. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Margot, schön, du bist auch da. Ich bin auch da und du bist auch da, Jessica. Ich bin sehr, sehr glücklich. Das ist also unser erster Podcast. Ist das aufregend, Margot. Ja. Und du hast ja auch so ein neues, also dein Mischpult oder was das da auch immer ist mit den bunten Tasten, hat heute eine neue Software bekommen. Und du bist sehr verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Ich habe ein völlig neues Pult mir vor ein paar Wochen geholt für diese schöne Aktion. Ja. Habe mich ein bisschen schlau gemacht, eingefuchst, eingearbeitet. Mhm. Und als ich das Ding eben gerade angeschaltet habe, das ist ja mit dem Internet verbunden. Ja, das bekam es aufregend. Ein Update und jetzt sieht es völlig anders aus. Ganz anders. Also sozusagen der Transvestit unter den Mischpulten. Völlig. Ja. Sehr kreativ. Jeden Monat neu. Und sehr bunt. Sehr bunt. Es ist sehr bunt. Es leuchtet und glitzert überall. Ja, Margot, unser erster eigener Podcast. Ja. Hat ja lange gedauert, bis endlich wir mal geschafft haben, das zu tun. Ja. Wir planen das ja schon sehr, sehr lange. Und es haperte immer nur einfach an mal anfangen. Man muss einfach damit anfangen irgendwann. Man muss damit anfangen, wobei man aber auch sagen muss, wir hatten am Anfang auch beide irgendwie zu viel zu tun. Wir hatten zu tun. Gott sei Dank. Schöpfung sei Dank. Ja. Wohnung putzen, aufräumen. Naja, also die ganzen persönlichen Dinge kommen ja erst dann wann anders oder ist das egal, wann wir. Nein, gehen? Das weiß ich nicht. Weiß man nicht genau. Wir können das am Schluss natürlich machen, ja, natürlich, die persönlichen Dinge irgendwie. Wir können also ein bisschen mal jetzt über den Monat zurückgucken, was wir im letzten Monat so alles erlebt haben, was es Spannendes und Schönes gab. Genau, Margot, erklär doch erstmal ganz kurz unser Konzept. Ja. Konzept? Wir haben ein Konzept? Ja, natürlich haben wir ein Konzept, ich bitte dich. Alles klar. Jessica und ich, wir gucken gemeinsam über den abgelaufenen Monat und schauen, was uns da so Besonderes aufgefallen ist. Wir betrachten das Ganze aus einem queeren Blick, aus einem tuntischen Blick, aus einem speziellen Blickwinkel und kommentieren das Ganze, beziehungsweise LGBTIQ+ Perspektive. Sagt man, wenn man halt dann doch sehr queer sein möchte. Okay. Nicht wahr? Ich war noch bei LGBTTIQQ2SAAPP. Das ist schon wieder das hinfällig. Das macht das alles mit dem Plus hinten dran. Das ist das Einfachste. Und deshalb gibt es diesen Podcast auch immer am letzten Tag des Monats wird er veröffentlicht. Das ist einfach zu merken, weil es ist ja schwierig. Manchmal der 30., manchmal der 31., manchmal der 28. oder sogar 29. Das gibt es auch. Wobei, da haben wir jetzt die nächsten 4 Jahre Ruhe, weil das hatten wir gerade erst in diesem Jahr. Ach so, genau. Stimmt. Hatten wir ein Wechseljahr? Wusste ich gar nicht. Ja, wir hatten ein Wechseljahr. Wir hatten ein Schaltjahr. Wechseljahre sind was anderes. Das ist was anderes. Das kommt noch bei dir, Mann. Hier bist du schon lange raus. Sehr schön. Ich freue mich drüber. Dann, wenn du, vor deiner Nase hängt ein ganz, ganz großer Kalender. Und wenn du auf den drauf guckst, dann siehst du den 29. Februar unter anderem. Du hast recht. Genau. Und an dem hatte ich sogar einen Auftritt. Das war die Zeit, da konnte man noch auftreten. Stimmt, das war vor dem Lockdown. Also jedenfalls, liebe ZuhörerInnen mit einem Gender Gap dazwischen, bitte streicht euch den letzten Tag des Monats immer dick und fett an, damit ihr auch mal was zu tun habt und auch was Relevantes hören könnt. Genau. Hm? Ab und zu kann es auch sein, dass wir nicht mehr ganz so tagesaktuell sind, weil wir diesen Podcast natürlich, ich hoffe, ich verrate jetzt kein Geheimnis, ein paar Tage vorher natürlich aufnehmen. Ja, das wird mir sonst zu stressig. Wir müssen das ja noch nachbearbeiten. Ja, also deine Stimme, die muss ja erstmal noch zur Frau gemacht werden dann später. Ja, ne? Das sagt die hier mit dem wunderbaren Damenbass. Also. Ich hab eine sehr frauliche Stimme, Margot. Ach, wirklich? Ja, also ich bin starke Raucherin und habe so eine Eckkneipe. Ja, ach so, stimmt. Ja, dann wär's doch eine frauliche Stimme. Du wärst, glaube ich, so die Rita aus der Eckkneipe. Genau. So Ritas Inn irgendwie so. Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mit so einem dunklen Ansatz und dann so ganz schlimmes gelbes Blond so rausgewachsen und so ein Fusselhaar. Ja, du bist auch eine kräftige in meinen Augen dann. Ein bisschen kräftig und so Gelnägel habe ich wohl mit so Bildern drauf gemalt. Ja, aber das ist wirklich ein Highlight für dich, wenn du dir die machen lässt. Da bist du auch wirklich jeden Monat, die zeigst du auch allen. Das gönne ich mir dann zum Geburtstag. Das gönnst du dir. Ja. Dann, auch jeden Monat gönnst du dir das. Ja, ich, gut. Natürlich. Margot. Genau. Ja, ich bin deine Stammkundin in der Eckkneipe. Ich habe immer nur eine Cola. Ich habe extra so einen Cola-Tank für dich da installiert. Apropos, es war sehr süß, als ich hier heute hingekommen bin, wir zeichnen das Ganze in Margots Boudoir der Lüste auf.
Im Studio 3. Studio 3 heißt das, okay. Wir sind hier in Studio 3. Oh, gut, wir sind im Studio 3. Und dann kam ich rein und Margot meinte gleich, willst du ein Sektchen haben? Und tatsächlich mache ich ja gerade den Sober Oktober und trinke keinen Sekt. Und Margot war richtig verwirrt davon, Margot, ne? Ich war nicht nur verwirrt, ja. Ich war ehrlich gesagt stinkesauer. Stinkesauer, ach, deshalb. Okay, ich merke das schon, irgendwas ist komisch heute mit dir. Ich dachte, ich kann dir heute hier meine Reste anbieten, denn die Zuschauerinnen mit Gender-App natürlich weiß, mit Gender-App sag ich schon. Mit Gender-App, genau. Die kommt bestimmt auch bald, die Gender-App. Wenn man selber so verwirrt ist, was man ist, dann ruft man die App auf. Dann gibt man so seine Vorlieben ein, seine Interessen, seine Schuhgröße und dann sagt einem die App, was man ist. Eine sehr schöne Idee. Schuhgröße auch. Ja, natürlich. Ja, irgendwas Relevantes muss ja auch noch rein dann. Ne? Da habe ich gedacht, du kommst hierher und säufst einfach den Rest meiner alkoholischen Getränke, die ich hier in meiner Kammer zu stehen habe. Kannst du knicken. Kannst du knicken, schade. Weil ich kriege ja immer zum Geburtstag und zu anderen Gelegenheiten Alkohol geschenkt. Ja, warum eigentlich? Ich weiß es. Ich meine, jeder, sogar unsere ZuhörerInnen und ZuschauerInnen mit wissen, Gender-App, wissen doch wohl sehr gut, dass du halt einfach nicht säufst. Offensichtlich wissen es immer noch nicht alle. Das kann doch nicht wahr sein. Aber ich bin halt auch nicht so weltberühmt wie du. Das stimmt. Und so relevant wie ich. Das ist auch wahr, weil dir fällt es sofort auf, wenn du dir einen alkoholfreien Sekt irgendwo einkippst vor einer Kamera. Das ist ja in der Paillette passiert. Gab es gleich einen bösen Kommentar. Ich möchte gerne, Margot, jetzt mal ein bisschen vorankommen. Ja, bitte. Und wir haben ja auch Rubriken jetzt dann ganz neu in diesem Podcast. Wir haben Rubriken, genau. Ich würde vorschlagen, wir fangen mal mit der ersten Rubrik an. Und das ist die Rubrik Politisches. Politisches. Ja, Margot, dann fang doch mal an mit deiner Politik. Politisches, ist genau dein Thema. Na, ich bin auch eine Politische. Ja, bist du. Aber nicht so vordergründig, eher halt raffiniert. Ja, das ist wohl wahr. Du bist sehr, sehr raffiniert, aber dafür eben nicht tiefgründig. So, aber Maul. Raffiniert halt. Danke. Nein, wir hatten ja am 3. Oktober den Tag der Deutschen Einheit. Das stimmt. Und wir haben 30 Jahre Deutsche Einheit gefeiert. Ja. Und es ist ja irgendwie ein bisschen stark untergegangen, oder? Naja, in Zeiten von Corona, ne, da geht ja alles stark unter. Findest du, was das Untergang ist? Ich habe eigentlich viel darüber gesehen im Fernsehen. Ich habe jetzt nicht so viel gesehen. Ich habe vor allen Dingen so Rückblicke auf andere Jahre gesehen, wie wir das dann dort gefeiert haben. Ich muss wirklich sagen, ich finde, wir feiern den 9. November irgendwie wesentlich charmanter, intelligenter und raffinierter. Das sind so die Jahre gewesen, in denen wir beispielsweise so eine Domino Kette durch die Stadt Berlin hier haben fallen sehen, was die fallende Berliner Mauer symbolisieren sollte. Wann war das denn? Das war, glaube ich, zum 25-Jährigen oder war das zum 20-Jährigen? Da muss ich irgendwie verreist gewesen sein. Ich glaube, das war zum 20-Jährigen. Ja? Ja, ja. Es war 2 Meter hohe Bausteine, so riesengroße, die waren aus Styropor oder irgendwie sowas. Ach doch, ich erinnere mich. Eine riesengroße Kette, die dann umgekippt ist. Du hast recht. Das hat Ewigkeiten gedauert. Und wann waren diese Luftballons, die in die Höhe geschnellt sind? So, jetzt sind wir genau bei dem Punkt. Auch daran kannst du dich erinnern. Ja. Ja, das war nämlich vor zum 25-Jährigen, wenn ich mich jetzt nicht ganz stark irre. Ja. Und die Frage ist, was machen wir am 3. Oktober? Ich habe vom letzten Jahr habe ich gesehen, da tanzten irgendwelche Tänzerinnen in Eierkostümen durch den Bundesrat. Ich auch gesehen. Ja. Und da fragt man sich doch, warum? Was haben auch Eier mit der deutschen Einheit zu tun? Ich weiß es nicht. Es war vielleicht irgendwie der Ausdruckstanz, der den Namen der 16 Bundesländer tanzen sollte. In Eikostüm. Ich hätte so gerne in Angela Merkels Kopf reingehört in diesem Moment. Die hat sich wahrscheinlich gedacht, okay, ich brauche noch Klopapier, Tomaten muss ich noch kaufen. Ist mein Klo geputzt? Irgendwie sowas dann, ja? Nein, die denkt sich wahrscheinlich auch von wegen, okay, das sind jetzt mal 10 Minuten, in denen ich mich nicht um Politik kümmern muss. Hier kann ich völlig abschalten. Ich sage einfach am Schluss, das war sehr nett und interessant und eine nette Truppe, die lobe ich dann doch. Ich überreiche der Tanzlehrerin, dem Tanzlehrer irgendwie einen Blumenstrauß. Blumenstrauß. Und das war es dann auch. Ja. Und kann dann wieder danach weitermachen. Aber ich glaube auch, die denkt sich auch, was für eine Zeitverschwendung. Ich meine, als Physikerin, ich glaube, die ist halt auch prozessoptimiert. Ich habe meinen Therapeut, der kennt einige Menschen, die mit Angela Merkel befreundet sind, privat. Ach. Ach, dein Therapeut, über den erzählst du ja sehr, sehr viel. Der kennt der kennt die komplette Drag-Szene auch. Ne? Der ist der Transenflüsterer. So nenne ich ihn immer. Nein, nicht immer, aber ich möchte jetzt hier überhaupt nicht beitreten, wen der alles als Klienten hat. Das ist Unsinn. Nein, das wollte ich jetzt. Ich dachte, über dich kennt er jetzt die gesamte Szene. Ja, das ist ja auch schon zu viel Information. Okay. Man muss ja auch da nicht so viel drüber sprechen. Okay. Aber und der hat aus mehreren Quellen hat immer gehört, dass Angela Merkel halt gerade privat eine
unheimlich charmante, geistreiche und witzige Person sein soll, die sich gerne auf gute Gespräche und Diskussionen zu viert zum Essen gerne trifft, zum Wein. Und die muss immer unheimlich nette Runden veranstalten. Die. Ich weiß, dass sie sehr, sehr gut Schröder parodieren kann. Ach so, wirklich? Unseren ehemaligen Bundeskanzler. Wer es nicht weiß, ja. Und das ist ja toll. Da schmeißt man sich dann auch wirklich weg. Das hat sie schon gemacht zu Zeiten, da war sie noch nicht Bundeskanzlerin. Zu Zeiten, als sie eine Bundeskanzlerin wurde, hat sie es wahrscheinlich, wenn überhaupt, nur noch in sehr, sehr kleinen Kreisen dann gemacht. Ja. Ist ja auch schon ein bisschen abgehakt, das Thema mit Schröder. Charmant war es halt damals, als Merkel war, glaube ich, schon über ein Jahr Bundeskanzlerin. Und irgendeinem Besucher im Bundeskanzleramt fiel auf, dass sämtliche alten Bundeskanzler in Form von Gemälden an der Wand hängen, ja, nur Schröder halt nicht. Man hatte Schröder wirklich vergessen. Und das wurde dann natürlich nachgeholt, es wurde also ein Bild in Auftrag gegeben. Ach, und dann gab was? Es ein Aufeinandertreffen von Schröder und Merkel. Ja. Und dann sagte sie halt so, also sie erzählte diese Geschichte, dass halt es irgendein Besucher aufgefallen sei und gefragt hat, warum hängt denn hier der Schröder nicht? Und dann lachte das Publikum so ein bisschen und dann sagte Herr Schröder, naja, trösten dich, Frau Merkel, eines Tages hängen sie neben mir, und haben dann ein bisschen aufgezogen. Interessant, ja. Weil ich meine, der Kanzleramts, es gibt einen Kanzleramtsminister, Kanzleramtsminister gibt es, ich, ja. Ich habe mich neulich mit Klausi auf dem Sofa, weil da war der nämlich im Interview, ich glaube, der war bei der Will oder bei der Maischberger oder irgendwo. Und da, du weißt das bestimmt, weil ich habe keine Ahnung, was ist der Job eines Kanzleramtsministers? Ist das sowas wie ein Hotelmanager, der sich ums große Ganze eines Betriebs kümmert, oder was macht der? Ich muss gestehen, mir ist der Job des Kanzleramtsministers auch lange Zeit nicht aufgefallen. Mit Altmaier, ja, fiel er mir zum ersten Mal auf. Der war nämlich früher Kanzleramtsminister. Der war vorher, ja. Der war vorher. Und bevor er dann, ich glaube, er wurde dann Umweltminister. Er ist dann, glaube ich, für Röntgen, ja, eingesprungen, ja, oder so. Ja. Und ich glaube, der springt halt überall da ein, wo Merkel gesagt hat, von wegen, auf das Interview habe ich keinen Bock. Mach du mal. Nein, meinst du, das ist der einzige Job vom Kanzleramtminister? Nein. Ja, der wird schon die gesamte Koordination im Hintergrund machen, aber ihr könnt das ja drunter schreiben in die Kommentare, was macht der Kanzleramtsminister bitte? Aber bitte nicht irgendwie einen Link aus Wikipedia, weil das finde ich langweilig. So, das könnte ich selber googeln. Jetzt ist meine Frage an dich, Margot. Ja. Weil ich bin ja absolut Podcast-jungfräulich. Ja. Ich habe noch keine Ahnung davon. Gibt es die Möglichkeit, also dann Kommentare unter unseren Podcast zu schreiben? Ja? Das weiß ich nicht, aber ich sag's einfach mal. Das weißt du auch nicht. Wir werden es dann sehen, wenn er dann veröffentlicht Wir ist. Wir werden es sehen, genau. Ansonsten schreibt uns bitte eine Mail an spam@jurassicaparker.de. Oder eine Brieftaube schicken, kommt immer nicht an. Ne? Ja, bitte, wunderbar. Eine Flaschenpost wäre auch noch eine schöne Möglichkeit. Ja. Also schickt es uns bitte per Flaschenpost, vergesst nicht, wir leben hier an der Spree. Gut, ich glaube, wir haben Deutsche Einheit jetzt genug abgehakt, ja, oder? Genau, wir, ja, müssen ja durchreiten hier. Ja. Ich habe tatsächlich, da kommen wir jetzt ja gleich drauf zu sprechen, weil ich habe nämlich gestern, ich bin ja gerade regelmäßig im Fernsehen zu sehen, im RBB, bei der wunderbaren Sendung 100 Mal Berlin, ja, die schönsten Kieze Berlins. Wahrscheinlich wird das nicht mehr laufen, wenn der Podcast veröffentlicht ist, aber da gab es gestern einer der schönsten Kieze war Spandau. Ach. Ja, und ja, ganz, ganz viele Berliner, Berlinerinnen fühlen sich auch weniger als Berlinerin als Spandauerin. Das, mm, ist, ne, das ist ja das Ding von Spandau. Und jetzt erzähl mir doch mal, Margot, was in Spandau möglich wäre, wenn? Ja, was wäre möglich, wenn? Es gab ja die große Suche nach einem möglichen Endlager für Atommüll in Deutschland. Mhm. Und Wissenschaftler haben jetzt sich Gesamtdeutschland einfach wirklich ganz neutral vorgenommen und haben festgestellt, unter anderem 54% der gesamten deutschen Fläche ist dafür aufgrund von Ton, Granit oder Salzstockebenen dafür geeignet, und Spandau ist mit dabei. Interessant, ne? Ja. Also, aber warum denn dann nicht, also warum nur Spandau? Also da ist die Erdbeschaffenheit genauso, wie man es braucht, aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht irgendwie ganz, ganz oben da in Pankow das genauso ist wie in Spandau. Also, na, wir sind hier ja in einem ehemaligen Urstromtal. Ach, jetzt kommst du wieder als Klugscheißer. Aber ich weiß es tatsächlich auch, das hat man früher in Erdkunde gelernt, das hat man du blöde Klugscheißerin. Ja. Genau. Ein Urstromtal, also hier endeten in der Eiszeit die Gletscher und dann ist hier ein ganz, ganz großer Fluss gewesen, es stand alles unter Wasser und es wurde alles weggespült, deshalb haben wir auch so einen sandigen, sehr sandigen Boden, märkischen, ja, Boden hier, ja, halt. Märkischer Sand. Und Spandau ist da halt ein bisschen raus,
offensichtlich. Ich glaube, Spandau hat damals schon bei der Eiszeit nicht mitgemacht. Woher kommt das eigentlich mit diesem Spandau-Gebäsche? Ne? Weil das ist ja schon, seit ich bin Westberlinerin, du auch. Ja. Spandau war schon immer für uns innerstädtisch Wohnende irgendwie immer schon so ein weißer Fleck auf der Landkarte. Naja, der Spandau ist relativ schmal an den Rest der Stadt angebunden. Dazwischen fließt ja die Havel von Norden nach Süden durch. Das ist eine natürliche Grenze. Einfach mal. Es gibt 2-3 Brücken, die darüber führen. Ach so, ja, verstehe. Und es gibt halt noch eine U- und eine S-Bahn-Linie, die darüber führen. Naja. Sag ich was Falsches? Wir kriegen einen riesen Shitstorm bei den Kommentaren, die wir nicht lesen können. Vielleicht sind da keine Spandauerinnen mit dabei. Ja. Nein, die machen beim Podcast auch noch nicht mit. Daher vielleicht, man weiß es nicht. Und die Spandauer sind halt sehr, sehr stolz. 1920 eingemeindet worden. Ja. Am 1. September? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Also vor exakt 100 Jahren auf jeden Fall. Und bis heute sind das halt keine Berliner. Bis heute sagen sie halt, wir sind Spandauer. Spandauer, ja. So ein bisschen was Besonderes. Das ist so wie Bayern in der Bundesrepublik, hat Berlin sein Spandauer. Ach, so kann man das gut für Nicht-BerlinerInnen erklären, nicht wahr? Ja. Ja? Ich sage ja immer, Spandau ist sicherlich ganz schön, aber weil es halt auch so weit draußen ist, ohne einen triftigen Grund fährt man da einfach nicht hin. Das ist wahr. Ja, tut mir leid, liebes Spandau. Hättet ihr irgendwie auch einen schönen Wannsee oder so, dann würde man im Sommer vielleicht auch mal nach Spandau fahren. Ich war früher sehr, sehr gerne in Spandau. Ach so, zum Weihnachtsmarkt? Als wir hier in Tempelhof noch keinen Ikea hatten. Ach, siehste mal. Ja gut, also Ikea, schade jetzt. Ikea hat also Spandau entvölkert, was den Tourismus anbelangt. Ja, das ist natürlich. Seitdem sinken da auch die Steuereinnahmen und man weiß nicht, was sonst noch ist. Nein, also Spandau hat einen wunderbaren Weihnachtsmarkt, das stimmt, der ist legendär. Ja. Den habe ich auch früher sehr, sehr oft besucht. Ich war da einmal als Kind, seitdem auch nie wieder. Ich war auch mal in der Zitadelle, war ich ja, mal. Ja, da bin ich aufgetreten. Als was? Habe ich dir nie erzählt, dass ich mal Barock- und Renaissance-Tanz gemacht habe? Sag mal, du verarschst mich jetzt gerade, oder? Kein Scherz. Nein, habe ich wirklich gemacht, ja. Und du hast Barock und Renaissance im Fummel? Ja. Du verarschst mich gerade. Nein. Okay, erzähl mir alles. Also das war dann im Herrenfummel natürlich. Aber ach das so. War, aber glaub mir, das ist so ist pompös Fummel, und ja. So, mit so viel Samt der Barock und Spitze ist ja Travestie, und sowas. Ja. Ja, wobei das war dann Renaissance in diesem Falle, was wir dort gemacht haben. Ja. Das sind so diese Pumphosen und Pumpärmel und sowas alles. Das haben wir halt dort gemacht. Das sah wahnsinnig toll aus. Und da bin ich in der Spandauer Zitadelle aufgetreten. Also Margot, ganz ehrlich, das jetzt ein weiteres Puzzleteil deiner Persönlichkeit habe ich jetzt gefunden und eingesetzt. Und es erklärt mir immer mehr, warum du auch so ein bizarrer Charakter bist. Wirklich, also liebe ZuhörerInnen, ich kenne ja Margot Schlönske seit, ich würde sagen, vielleicht grob 10 Jahren oder? Das kommt ungefähr hin. Ja, also dass wir auch uns näher kennen, so befreundet sind. Und es ist, Margot ist ein wahnsinnig vielschichtiger Charakter und immer wieder erfährt man was Neues über sie. Ich habe wahnsinnig viel gemacht in meinem Leben. Ja, und weil du ja auch schon weit über 70 bist, nicht wahr? Um den Witz mal wieder zu machen. Altersbashing, wie heißt es? Ageism? Nee, Ageism heißt es? Ageism. Bei dir macht ja unheimlich viel Freude. Da sind wir gerade beim Thema Alter, Margot. Ja, bitte. Lass uns mal kurz über die Präsidentschaftswahl in Amerika, weil da treten ja auch zwei tatterige Rentner gegeneinander an. Ja. Weil Joe Biden, finde ich, also ich habe den erst wirklich wahrgenommen seit dieser Präsidentschaftskandidatur. Vorher war der nicht auf meiner Agenda bei dir? Er war doch mal Vizepräsident. Ja, aber Obama, wer interessiert sich schon für einen Vizepräsidenten in Amerika? Niemand. Das ist wohl wahr, wobei manchmal wird der dann doch überraschenderweise plötzlich sehr wichtig. Ich sag nur 1963 zum Beispiel. Gut, da waren wir jetzt beide auch als noch nicht Kennedy auf der erschossen Welt, wurde, als meinst Kennedy du? Erschossen ja worden gut, ist. Okay, also das plötzlich. Ist dann ja. Aber da ist mir erstmal aufgefallen, wie alt dieser Mann ist. Der ist über 80, oder? Nee, ich glaube, der ist der ist in die 70 hinein, aber das ist ja Trump auch. Ich glaube, Trump ist 73 irgendwie. Ja. Und Biden ist, glaube ich, 4, 5 Jahre, 6 Jahre älter, also Ende 70. Aber natürlich, also es ist. Alter Mann. Ja. Da frage ich mich doch, also ich habe natürlich auch schon wahnsinnig viele Filme und Serien. Ich liebe ja so Filme und Serien über das Weiße Haus. Und so, so Politthriller oder so Verschwörungssachen, die im Weißen Haus spielen und der FBI und CIA. Ich liebe sowas. Und also Wahlkampf in Amerika ist ja erstens auch eine komische Veranstaltung insgesamt, ja sehr absurd. Und es muss unheimlich anstrengend sein, ständig durch dieses riesige Land zu fahren und halt Leute zu motivieren, einen zu wählen. Wie halten das diese alten Männer überhaupt noch aus? Ich wäre ja schon ausgebrannt. Das ist Show. Das ist wirklich nur Show. Das ist eine Show, ne? Das ist, die Amerikaner lieben das als Show, die lieben das als Effekt. Die wissen, also
denke, natürlich, wir pauschalisieren jetzt hier ganz dramatisch. Natürlich, dafür sind wir hier. Die Mentalität dort, so scheint es mir zumindest, ist eher so, Demokratie ist völlig selbstverständlich. Wir haben die hier seit über 200 Jahren, kann uns keiner nehmen. Die ist hier fest etabliert und wir nutzen diese Show hier einfach, ist doch lustig. Wenn fettes Entertainment, all das, was das Privatfernsehen sich nicht mal traut, das machen an die Präsidenten. Ja, aber das ist ja trotzdem wahnsinnig anstrengend. Stell dir mal vor, Mara, natürlich, du müsstest anderthalb Jahre nonstop durch Deutschland tingeln und durch Europa tingeln und ständig auftreten. Das mache ich. Stimmt. Ach stimmt, deshalb siehst du immer so abgestrapst aus, wenn man dich trifft. Ja, aber man kann dich nicht wählen am Ende. Gott sei Dank. Aber ich kriege mehr Applaus als die beiden Präsidentschaftskandidaten. Wie fandest du das zweite Duell? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es gesehen. Echt? Ja, aber ja. Morgens dann im Stream halt irgendwie auf tagesschau.de oder was das war. Und alle sagen ja, gestern ging es ja durch die Gazetten, durch die Tagesthemen und. Gestern sind übrigens, die Ärzte haben gestern die Tagesthemen eröffnet. Hast du davon schon gehört? Jetzt wissen alle Zuschauer, wann wir diesen Podcast aufgenommen haben. Wir können es auch noch rausschneiden. Aber ja, ich habe es gehört. Ich fand das sehr, sehr lustig und fand auch gleich den, Kommentar von, ich glaube, es war extra drei, sehr lustig, die gesagt haben, endlich die Verschwörungstheoretiker sind mit der Tagesschau wieder versöhnt. Endlich kommen bei den Tagesthemen auch mal alternative Ärzte zu Wort. Ach, das ist gut. Fand ich sehr gut. Extra 3 ist sowieso eine meiner liebsten Sendungen. Ja. Wo war ich gerade stehen geblieben? Du warst bei Extra 3, den Tagesthemen. Du warst. Achso, es ging durch alle Gazetten, dieses Duell. Ja. Und der Tenor ist gewesen, sie waren beide sehr gesittet miteinander. Besonders Donald Trump hat sich sogar teilweise bedankt, dass er sprechen durfte. Ja. Und er hat gefragt, ob er jetzt sprechen darf, also ob er antworten darf. Und er wurde aber auch dieser Mute-Knopf eigentlich bedient, weiß man das? Na, ich weiß es nicht, weil das war auch die Information, die mich doch sehr interessiert hatte bei dem ganzen Kram, weil politisch weiß ich ungefähr, wo die beiden stehen. Da kam jetzt auch nichts Neues raus, glaube ich. Das hätte mich sehr interessiert, ob er doch bedient worden ist von der Moderatorin, die es dann im Gegensatz zu dem anderen Duell, also eine Frau, die es gemacht hat und die sie dann doch sehr im Griff hatte. Sehr im Griff hatte und es war nicht nur eine Frau, was ja, glaube ich, Donald Trump schon gar nicht so recht gewesen sein hätte können wollen tun. Oh, oh, oh. Es war sogar noch eine Person of Color. Nein. Ja, und da hat doch Donald Trump gesagt, er ist der allerwenigst rassistischste Politiker Amerikas. Ja. Ich habe zumindest mitbekommen, dass er gesagt hat, er sei der am wenigsten rassistische Mensch in diesem Raum. Nee, ja. Ja. Und okay. Damit sagte er allerdings auch noch, er könne zwar jetzt gar nicht so mehr gucken, wer da alles in dem Raum sitzt. Weil das so dunkel ist. Ach so. Aber das zu einer Person of Color auch zu sagen, ist in den USA, ist auch schon eine eigene Aussage. Das ist halt auch ein alter, seniler Mann, meine Güte. Also, Margot, es reicht jetzt mit Amerika? Ja. Ich habe so richtig Bock auf eine nächste Rubrik mit dir. Aber gerne doch. Gesellschaftliches. Geil. Gesellschaftliches, das ist ja so ein bisschen so mein Fachbereich. Ja, es geht ja um belanglose Dinge. Belanglose Entertainment-Dinge. Da bist du ganz vorne mit dabei, ich freue mich drauf. Wir hatten uns schon unterhalten über Friede Springer. Ja, wo du immer bislang dachtest, sie heißt Friedel Springer. Friedel Springer. Wie kommt das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe Ewigkeiten dachte ich immer Friedel Springer und wahrscheinlich, wenn ich immer wieder Friede Springer gelesen habe, dachte ich, es muss sich um einen Druckfehler handeln. Natürlich, alle Zeitungen schreiben es falsch, aber du weißt, wie sie eigentlich heißt. Nein, ist ja klar. Nein, es war mir ehrlich gesagt immer relativ egal, wie sie heißt. Ihre Position ist halt wichtig. Wer ist sie? Was macht sie? Erklär es doch mal ganz kurz. Vielleicht, es gibt bestimmt ein paar ZuhörerInnen, die nicht wissen, wer die ist. Friede Springer ist die Witwe von Axel Springer. Axel Springer ist in den 80er Jahren verstorben, und ist ein ganz, ganz großer Medienmogul, der Axel Springer Verlag, der unter anderem, ich möchte es gar nicht sagen, aber die ganz schlimmen Blätter rausbringt. Und damit hat diese Familie wahnsinnig viel Geld gemacht. Und Friede Springer ist jetzt die Inhaberin des Ganzen und hat jetzt an Matthias Döpfner ihren... Was ist das? Ich habe keine Ahnung, wer der eigentlich ist. War der mal irgendwie Vorstandsvorsitzender oder sowas? Der ist da ganz wichtig auf jeden Fall. Ihr könnt ja in die Kommentare drunter schreiben, was der Wenn es sie denn gibt, ja. Wenn es sie denn gibt. Und die hat mal eben gerade in diesem Jahr 1 Milliarde an ihn geschenkt. Und also das... Aktien im Wert von 1 Milliarde. Am Springer Verlag Aktien oder was? Ja, genau. Ja? Okay. Genau. 1 Milliarde. 1 Milliarde. 1 Milliarde. Aber da Euro. Kann, wie viele Aktienanteile sind es wohl vom Axel Springer AG? 2.
Ich wollte gerade sagen, wie viel wert ist denn bitte diese Aktiengesellschaft? Ich glaube, die Aktiengesellschaft ist, oh Gott, ich habe das jetzt wirklich nur so ganz im Dunkeln. Ja. Ich glaube, so 7 Milliarden oder so ungefähr. Vielleicht ist es jetzt auch 1 Milliarde mehr oder weniger. Kommt da auch nicht mehr drauf Milliardchen. An. Es ist wirklich schon eine ordentliche Summe. Ja, offensichtlich. Auch ein großer Anteil davon. Und sie möchte ja gern, dass Matthias Döpfner ihr Nachfolger wird. Als Chefin vom Ganzen. Als Inhaber von Sianze. Dann hätte ich aber gerne, dass der dann auch ihre Frisur übernimmt. Ja, ich finde, die hat eine sehr patente Frisur. Ich mag die Frisur. Über Friede Springer kann man unterschiedliche Meinungen haben, aber frisurentechnisch ist sie ganz weit vorne, weil sie hat sowas hanseatisch Klares. Ja, das stimmt. Ja? Da hast du recht, ja. Und sie tritt ja selber auch gar nicht so groß irgendwie in Erscheinung. Sie ist dann doch sehr bescheiden. Ja. Sie hat halt das ganze Geld, beziehungsweise, naja gut, wenn du so Aktien im Wert von 10 Milliarden hast, hast du ja kein Geld, aber... ich frag mich halt dann, stell mal vor, du hast so 1 Milliarde. Ja. Zur freien Verfügung. Das sind 1000 Millionen. Genau. Ja. Kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich, ne? Nein. Was macht man denn mit dem ganzen Geld? Weißt du, für mich ist es schon so völlig illusorisch zu sagen, ich hätte mal 100.000 auf dem Konto. Nö, aber da hätte ich eine Vorstellung von. Da habe ich eine Vorstellung von und da weiß ich auch, damit kommt man ziemlich weit. Ja. Ich meine, ich bin auch eine relativ sparsame. Das stimmt, du bist eine Spartranse. Ja, na ja, gut, also ich gebe auch Geld aus an den richtigen Stellen. Zum Beispiel für diese Podcast-Technik. Technik, genau. Ja. Und da zum Beispiel. Du hast was Vierstelliges ausgegeben. Aber bei 1 Milliarde, das ist... Da muss man gar nichts mehr machen. Ich glaube, ich würde tatsächlich, das Erste, was ich machen würde, wäre eine geile Eigentumswohnung kaufen und dann Personal Trainer. Ich hätte jemanden, der für mich kocht und der für mich putzt, dass ich gut ernährt bin, Sport treibe und nicht putzen muss. Und der ganze Rest gibt sich dann. Das sind interessante Ansätze. Ja, ja. Was würdest du denn als Erstes dir zulegen oder... absichern. Nein, ich gucke erst einmal, wo ist das Geld nötig? Bei dir oder nicht bei in mir. Der Welt? Nein, in der Welt irgendwo. Oh, es tut mir leid. Weil ich weiß, Gott. Das ist doch alles nicht für mich. Nein, ich packe mir da ein bisschen was beiseite, dass ich für den Rest meines Lebens irgendwie auch noch einen vollen Kühlschrank halt habe. Und dann bin ich schon glücklich darüber. Jetzt wirke ich gerade wie so eine wahnsinnig selbstgerechte Scheiße. Nein, es ist doch völlig in Ordnung. Jeder kann doch seine völlig eigenen Wünsche und Ideale haben. Ich würde natürlich dann auch, wenn ich dann erstmal ein bisschen was für mich auch ausgeprasst hätte, man muss ja auch sich selbst was Gutes tun. Wir tun ja auch so viel Gutes für die Welt, meine Güte. Und nicht finanziell, sondern emotional. Und dann würde ich natürlich auch gucken, wo mein Geld gut dann ankommt. Aber erstmal möchte ich auch gerne eine schöne Wohnung haben und einen Personal Trainer. Hast du ja die perfekte Gelegenheit, vielleicht demnächst ein bisschen Geld zu machen. Zum Beispiel, indem du in den Dschungel gehst. Würdest du da reingehen? Nein. Ich auch niemals. Niemals. Und der sollte ja, also für alle, die es nicht wissen, ich glaube, jeder weiß, was der Dschungel ist. Ich glaube, das musst du nicht erklären. Das muss man ausnahmsweise, aber man muss erklären, wer Friede Springer ist. Ne? Naja, wir haben eigentlich sehr intelligentes Publikum, die meisten wissen das. Und der Dschungel, Margot, der findet ja immer in Australien statt. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Sollte dann jetzt nach Wales, glaube ich, war es. Ne? Ich glaube, Wales. Ja, England irgendwo. England, ja? Wales, Schottland, nee, warte mal, Irland. Aber Wales ist was anderes als England. Ja, ne? Das ist was anderes, aber auf jeden Fall Großbritannien. Großbritannien. Ich glaube nämlich tatsächlich, ist so ein Castle in Wales sollte es sein. Und jetzt wegen der neuen Infektionszahlen und so fahren sie jetzt auch nicht nach Großbritannien. Und jetzt ist RTL im Überlegen, das doch in Deutschland aufzuzeichnen. Oder, okay, also die Voraussetzungen dafür sind ja, es muss ja eine Art Dschungel sein, es muss ekelhaft sein, es muss schlimmes Wetter da sein. In Neukölln. Open Air sein. Einfach. Hasenheide. Einfach in die Hasenheide. Da laufen auch genug Zombies nachts rum, die auf Mephedron sind. Ja. Das wird eine tolle Dschungelprüfung. Freue ich mich jetzt schon drauf. Das ist echtes Survival-Training dort. Ja, und dann müssen die nackt sein und dann müssen die nachts durch die Drogendealer durch und dürfen nicht angesprochen werden. Die müssen sich das auch eine Dschungelprüfung, eine schöne zum Beispiel. Ja, oder die müssen das Tiergehege in der Hasenheide, da sind ja so
Dammwild ist da und irgendwie sowas. Da kann man vielleicht auch mal dann übernachten, muss man da vielleicht. Oder da gibt es auch eine schöne Hundeauslaufwiese, die ist ja zugekackt bis oben hin. Da gibt es diese Schlamm-Catch-Geschichte. Da ist dann der Schlüssel irgendwo drin in der durchnässten, kalten Hundekot. Hundescheiße, genau. Ja, du, also da haben wir doch eigentlich schon, du, ich werde gleich mal bei RTL anrufen. Du bist doch so gut befreundet mit Julian F. im Stöckel. Ja. Dann sag dem Stöckel doch mal, dass er bei RTL mal sich kümmern soll. Du, was meinst du, weil ich weiß, dass es da schon stattfindet? Nein. Ach, du wieder, du kleine Informierte. Nein, also es wird natürlich dort nicht stattfinden. Also nicht, dass ich es wüsste zumindest, aber es wäre eine schöne Idee. Eine schöne Idee, aber es ist natürlich auch Unsinn. Es wird, ja, aber wo kann man das in Deutschland irgendwie machen? Es wird wahrscheinlich auch irgendwie so ein Studiomist dann sein, glaube ich. Naja, also irgendwas Dschungelmäßiges. Also ich meine, wir Deutschen und der Wald, das ist eine innige Beziehung, ne? Alleine schon durch Hermann und so, ne? Die Schlacht im Teutoburger Wald. Natürlich. Wir lieben unsere Wälder, wir Deutschen. Wenn man da mal generalisieren darf, aber ich denke, es ist tatsächlich so, dass wir irgendwie Waldmenschen sind in unseren Genen. Ne? Na, Sie haben doch jetzt gerade erst diesen einen Forst vor der Abholzung gerettet. Ja, Hambacher Forst, ja. Genau. Wahrscheinlich findet es dort statt. Ach so, verstehe, auf Bäumen, in Baumhäusern. Und dann kommen aber gleich die Umweltschützer und sagen, nee, bevor Herr RTL dreht, holzt es ab und holt die Kohle raus. Genau. Ist uns egal, aber nicht RTL. Immer diese Umweltschützer. und ich, aber vielleicht aber auch, es gibt da auch im Pott, gibt es doch so ganz viele so stillgelegte Minen und sowas. Vielleicht, dass es vielleicht in so eine Abraumhalde ist oder sowas. Das könnte auch sein. Ja, könnte ich mir vorstellen. Oder ansonsten, ich meine, da ist ja jetzt auch die Theresienwiese in München ist ja jetzt frei durch Corona. Vielleicht da auch. Da ist aber auch gar nichts. Ja, da ist München drumherum. Das ist Gruselkabinett. Reicht dann auch schon. Ups, habe ich das gerade gesagt oder gedacht? Jetzt kommt das München-Bayern-Bashing hier auf einmal. Ja, na, man muss ja mal ein bisschen ausgleichen in Gerechtigkeit. Wir Berliner sind ja auch scheiße. Ja, na, wir haben am Anfang gleich mal als allererstes die Hasenheide vorgeschlagen. Das stimmt. Und selbst hier durch den Kakao gezogen. Wir dürfen das also auch aber bei anderen Städten machen. Das Sommerhaus der Stars läuft ja gerade. Das ist ja letztendlich so ein bisschen dasselbe. Ich muss gestehen, ich habe 3 Folgen gesehen und dann bin ich, glaube ich, ausgestiegen. Ja, das war echt. Verstehe ich auch. Ne? Das war wirklich asozial. Also, es tut mir leid. Eine Assi-Parade. Tatsächlich, mein Therapeut, jetzt sind wir wieder bei meinem Therapeuten. Mein Therapeut guckt sowas natürlich auch nicht, weil der hat gar keinen Fernseher. Und er hat mir gesagt, aber in meinem Sober Oktober soll ich doch gerne das Sommerhaus gucken, weil da kann ich mir angucken, was Alkohol aus Menschen macht. Und dann fühle ich mich dabei dann besser beim Nüchternsein, hat er gesagt. Das ist ein erschreckendes Bild. Ich kann das bestätigen. Ja. Ich bin ja nüchtern, wenn ich sehe, wenn die Leute abends rechts und links um mich drumherum plötzlich irgendwie sich die Kante geben und völlig abstürzen. Und ja, es ist wirklich so. Ja, und das ist ja auch das Konzept des Sommerhaus der Stars, ist ja erstens, dass da halt wirklich echte Paare drin sind. Das macht es ja so wahnsinnig aufregend und spannend und schafft Konfliktpotenzial. Und dass die halt nur saufen die ganze Zeit. Ja. Und wenn man säuft, wird man irgendwann aggressiv. Das ist halt einfach mal der Fall. Wenn einem jemand auf den Senkel geht. Ja, ich kenne auch Leute, wenn die saufen, dann schlafen die einfach nur ein. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber da kenne ich auch eine Person sehr, 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 sehr gut. Die ist dann plötzlich. Liebe Grüße auch an die BVG. Und so. So. Das haben wir damit dann auch abgehakt. Das auch abgehakt. Sind eigentlich jetzt irgendwelche Leute rausgegangen und kamen neue Leute wieder rein? Naja, rausgegangen worden ist ja diese Georgina Fleur mit ihrem wahnsinnig asozial kriminellen Freund. Das habe ich noch mitbekommen. Ah, und du weißt ja, ich kenne ja Georgina persönlich. Oh, war ja. Ja, und sie ist genauso wie sie. Also, die ist wirklich eine recht. Gut, sie ist nicht die hellste Kerze auf dem Leuchter, wie man so schön sagt. Mhm. Und sie hat halt auch, kennst du das, wenn Leute nicht mit Messer und Gabel umgehen können am Tisch, dann sind die bei mir ja schon raus, emotional. Ich muss gestehen, solche Leute kenne ich nicht. Es ist in Ordnung, ja, bitte, erzähl mehr. Georgina gehört dazu. Wir waren mal zusammen in einer Talkshow eingeladen in Timmendorfer Strand. Und da gab es vorher halt so ein Dinner. Und wie die mit Messer und Gabel gegessen hat, Margot, wirklich, ich konnte da mal nicht zugucken, hat auch so geschaufelt, also da weißt du schon, die kommt halt,
ist halt eine Assi-Braut. Und dann später nach der Show war ich noch in der Hotelbar und habe so ein Säckchen getrunken mit ihrem Manager, ihrem damaligen, ist schon ein paar Jahre her. Und da hat der zu mir gesagt, im Vertrauen, du Jurassica, hör mal zu, wenn das alles durch ist, wenn die keine Kohle mehr bringt und die ganzen DJ-Jobs auch vorbei sind und so, dann habe ich die ausgemolken, wie es nur geht und dann lasse ich die auch fallen. Und das hat der zu mir so gesagt. Und da weißt du doch schon, eigentlich ist sie wahrscheinlich ein armes Mädchen, das sich halt einfach nur hat ausnutzen lassen die ganze Zeit. Manager sind ja auch ein ganz spezieller Schlagmensch, kann man dazu auch mal sagen. Ja, es gibt auch tolle. Es gibt tolle Hoffentlich. Manager. Ja, es gibt auch tolle. Ich kenne auch tolle Manager. Würdest du einen Manager annehmen, wenn dir jemand das anbieten würde, dich professionell zu betreuen? Ich könnte mir Menschen vorstellen, die ich jetzt schon kenne, von denen ich sagen würde, die hätten das drauf und denen würde ich das anvertrauen. Wenn jetzt irgendjemand ankäme und sage, hier, ich will dein Manager sein. Ja, nein, okay, das nein, ist aber... Ne? Das ist ein ganz, ganz tiefes Vertrauen, weil ich mache mich ja praktisch vor dem nackig in jeglicher Hinsicht. Ja, und der kriegt ja auch Geld, wenn du deine Jobs hast. Ne? Ja, so sieht's aus. Und wer weiß, wie viel er noch da irgendwie abzwackt und sowas und dann mit mir Geld verdient. Das muss schon korrekt sein und er muss vor allem, er spricht ja auch dann in meinem Namen und das muss er dann ja auch vernünftig machen. Muss er vernünftig machen? Muss er vernünftig machen. Ansonsten ab zum Barocktanzkurs, ja, damit ein bisschen noch das Margotsche erlernt, bevor er dich weiter managt. Bitte, bitte. Einen weniger guten Manager, liebe Margot, hatte, glaube ich, Aaron Carter in letzter Zeit. Ja! Hast du das mitbekommen? Es fällt mir gerade spontan ein. Ich habe das mitbekommen. Ach, Aaron Carters Pimmelparade. Meine Damen und Herren, es gibt ein wunderbares Video. Ich weiß gar nicht, auf welchem Kanal man sich das angucken kann. Ich glaube, es ist OnlyFans, oder? War das OnlyFans? Das ist ja das neue Ding übrigens. Das wollte ich, siehst du, ich habe doch im Vorfeld überlegt, was ich immer bei Frau Gludewig gehört habe, was ich im Podcast erzählen OnlyFans. Will. Jetzt ist es mir eingefallen, Margot. Siehst du, ich habe doch gesagt, Bitte. mir fällt's spontan. Wollen wir Aaron Carter erst fertig machen? Ja, okay. Also ich meine das Thema. Ich greife schon wieder vor, ja. Es hat doch was mit OnlyFans zu tun, aber jetzt erzähl weiter. Also er hat offensichtlich bei OnlyFans oder einem anderen Portal ein Video hochgestellt, bei dem er nackt vor der Kamera steht und sich dort wichst. Einen runterholt. Ja. Bis zum Finale. Dazu muss man sagen, Aaron Carter, wer es nicht weiß, ist der kleine Bruder von Nick Carter, ehemals Backstreet Boy. Wir sind beide Kinder der 90er, also die Backstreet Boys sind für uns einfach, die sind präsent, immer noch, als emotional. Und ich muss gestehen, ich fand sie damals schon scheiße und heute weiß ich auch warum. Ich fand ja immer den AJ so geil. Das ist dieser Bad Boy gewesen bei den Backstreet Boys, der Tätowierte, mit dem er so ein bisschen, den fand ich immer geil. Aber und Aaron Carter hat ja dann in den 90ern, wurde der auch geknebelt und geknechtet von dem Management und musste dann wirklich als 7-8-jähriger kleiner Junge auch schon Singles rausbringen. Dieses arme Kind, aus so einem kann ja nichts mehr werden, außer ein absoluter Psycho. Und um jetzt nochmal Geld zu machen, hat er bei OnlyFans... hochgestellt, ich vermute mal, oder? Ja, naja. Für das Geld. Natürlich. Nee, Margot. Das macht er einfach nur aus Spaß an der Freude. Es gibt auch Menschen, die sind exhibitionistisch veranlagt und zeigen sich gerne nackt. Unser guter Freund Philipp Turinski, falls er zuhören sollte, ist er gerne nackt. Liebe Grüße. Nee, aber du kennst anscheinend gar nicht die Zwischengeschichte zwischen Aaron Carters Single-Auskoppelungsdasein und OnlyFans. Jetzt weißt du gar nichts über Aaron Carter und seinen Werdegang, oder? Nein, der ist zwischendurch offensichtlich ganz stark ausgekoppelt. Also der war in mehreren Entzügen Crystal Meth und alles, was es so an schlimmen chemischen Drogen gibt, hat er halt durch und ist der wirklich sieht auch ziemlich der ist halt auch richtig runtergerockt und der hat also eine richtig krasse Drogenkarriere hinter sich und das ist ja leider Gottes oft das Ziel von so Kinderstars, ne, dass die halt irgendwann hier Lindsay Lohan genau dasselbe beispielsweise und jetzt ich denke, der ist halt auch mega druff und dann filmt er sich beim Wichsen und dafür bekommt er viel, viel Geld. Also nicht von irgendeinem Produktionsfirma oder so, sondern halt natürlich von den Usern, die dazugucken. Und jetzt kann ich bitte mein Wissen anbringen von Frau Ludewig. Bitte sehr gerne. Oder möchtest du noch was zu Aaron Carter? Nein, erzählen? Wer das Video haben möchte, kann mich anschreiben. ich habe es auch gesehen. Ich finde ihn ja mega unsexy, Aaron Carter. Der ist mir einfach zu abgefickt. Also der sieht halt einfach fertig aus. Der könnte auch am Kotti rumhängen. Cottbusser Tor. So sieht der aus, finde ich. Das ist leider, aber er hat einen relativ großen. Hat einen großen Schwanz und es kam auch sehr viel Sperma raus. Aber das war's dann auch schon. Naja gut, er hat sich auf dieses Video auch gefreut und eine Woche vorbereitet. Und eine Woche halt vorbereitet, hat, ja. Dann gut. Kommt halt auch was Großes bei raus. Und schön Ananas gegessen vorher, damit es auch gut schmeckt. Und dann und bei der Frauke Ludewig guckt er jeden Sonntag exklusiv das Star-Magazin, exklusiv Weekend. Die hat aber jetzt nicht masturbiert.
Nein, Margot, die hat leider nicht masturbiert. Okay, würde ich gerne mal sehen auch, aber es ist, glaube ich, im Greenscreen immer recht schwierig, weil man da ja nichts zum Hinsetzen hat. Aber gut, man kann ja auch im Stehen wichsen. Jedenfalls, und da hat sie gesagt, hat sie berichtet, dass OnlyFans ist das neue soziale Medium für halt große Stars, so wie Ariana Grande oder auch Lady Gaga und wie sie alle heißen, sind jetzt auf OnlyFans und bekommen halt für wirklich sehr private Einblicke, gut, Lady Gaga ist also nicht mit dabei, sehr private Einblicke pro Monat. Als User zahlt man 9,99 Euro und die machen eine Kohle damit. Und eine Kim Kardashian verdient mittlerweile am Tag ihre knappe Million nur über OnlyFans. Ja. Und überleg dir das doch mal, das ist doch Wahnsinn. Ich überlege gerade, was wir da an Geld machen würden. Ja, nichts. Ich habe aber wirklich schon überlegt, ob ich mir auch meinen OnlyFans-Kanal aufmache. Man muss ja jetzt nicht irgendwie sein, man muss ja jetzt nicht wichsen. Aber andererseits will ich so viel Privates, sehr privat wäre für mich schon, wenn man mich halt einfach in meinen Schlumpi-Klamotten auf dem Sofa sitzen sieht, wie ich fresse. Ich meine, das möchte ich ja schon mal nicht öffentlich machen, ja? Nein, das möchte ich auch nicht öffentlich machen. Ja. Also Bilder von dir möchte ich da nicht öffnen. Aber vielleicht können wir beide ja vielleicht einfach mal so ein Parker und Schlönzke OnlyFans-Kanal öffnen. Dann sieht man, wie wir beide hier im Studio stehen und wichsen. Und das und dabei moderieren dabei aber moderieren auch. Natürlich. Weil das ist ja auch eine ganz große Kunst, dass einem das in der Stimme nicht angemerkt wird, dass man gerade am Wichsen ist. Ja. Ja, und das können wir sehr gut machen. Okay, das Niveau soll sich jetzt wieder heben. Du wir bist dran. Wir heben uns bitte wieder, genau. Wollen wir noch über David Beckham kurz reden? Ja. Weil David Beckham hat etwas ganz Verwerfliches gemacht, also, einen echten Shitstorm abgeerntet. Ich bin wirklich so enttäuscht von David Beckham, dass er sich das in der Öffentlichkeit getraut hat, Margot. Unglaublich. Unfassbar. Und zwar, David Beckham hat auf Instagram ein Foto gepostet, auf dem er seiner Tochter ein kleines Küsschen auf den Mund gibt. Und das Internet ist ausgerastet vor Empörung. Wie kann denn ein Vater seine kleine Tochter auf den Mund küssen, Margot? Erklär's mir. Ich finde die Reaktion wahnsinnig spießig. Ich und auch. Völlig daneben. Ja. Meine Eltern haben mich früher, weil sie mich halt auch mögen oder mochten. Nein, sie mögen mich immer noch. Mögen die dich noch? Ja, haben mich früher auch auf den Mund geküsst. Ich küsse meine Mama manchmal auch auf den Mund zum Abschied oder so, weil ich die halt einfach doll lieb habe. So, ja. Und manchmal. Das kommt ja auch, ich kann das auch aus. Du weißt ja, ich habe ja so unnützes Wissen für 800, da bin ich ganz vorne mit dabei in der Kategorie. Wahrhaftig kommt dieses Küssen von der ursprünglichen Lebensmittelübergabe von Eltern an ihre Kinder und von Kindern, wenn sie von ihren Eltern noch mehr haben wollen. Das ist also bei den Primaten, das ist eine ganz alte Geschichte, das kommt daher, das ist in uns tief verankert und das ist eine Art Impuls. Das ist völlig normal. Ist eine Zuneigungsbekundung. Aber ich habe gerade neulich einen interessanten Text darüber gelesen, den ich jetzt irgendwie gar nicht so richtig gut zusammenfassen kann, aber da ging es halt auch um die Empörung Kultur und dass halt immer weniger öffentlich geht, es immer mehr Leute gibt, die sich immer über irgendwas beschweren und politisch unkorrektes Entdecken zu meinen. Und das ist wieder ein tolles Beispiel dafür, finde ich, dass sich Leute über sowas aufregen. Das ist ein großartiges Beispiel dafür. Oh Gott. Da kann ich auch nur die Augen verdrehen und sagen, von wegen, das ist jetzt wirklich nicht relevant. Es wird niemandem geschadet dabei. Es ist alles völlig natürlich sogar. Also alles. Und er hat ja nun, also ich kenne das Foto ja. Und er küsst seine Tochter wirklich beide mit so spitzen Lippen, wie man, also weißt du, so wirklich so ein Küsschen nur. Er hat jetzt ja nicht den Mund auf und hat die Zunge seiner Tochter im Mund geschoben. Da würde ich dann auch sagen, das ist was anderes. Schwierig. Also deshalb, also ach, naja, gut. Okay, lass uns das Thema abhaken. Bleiben wir noch kurz in England und haken noch kurz J.K. Rowling ab. Ach Gott, stimmt, die gibt's ja auch noch. Da weiß ich gar nicht zu großartig. Erklär mal. Ich dachte, du könntest mich da irgendwie jetzt informieren. Ich bin da völlig raus, ehrlich gesagt. Naja, also anscheinend ist sie stark transfeindlich. So liest man das. Sie hat wohl irgendwie auch. So liest man das. Sie hat jetzt auch ein Buch rausgebracht, wo es irgendwie einen Mörder gibt, der irgendwie lauter Männer, der sich als Frau verkleidet und dann Menschen umbringt. Also auch das habe ich irgendwie nur, aber auch nur, das ist, meine Damen und Herren, das ist wirklich, und Zwischengeschlechter, das ist Halbwissen. Das ist ganz gefährliches Halbwissen. Ich habe mich nicht eingearbeitet. Ja, und aber es fand statt halt. Nicht eingearbeitet. Nicht. Tatsächlich, wir haben im Vorgespräch haben wir beide festgestellt, weil wir wissen eigentlich nur das, was über sie gesprochen wird. Aber wir beide wissen eigentlich gar nicht so genau, was der Ursprung der ganzen Empörung ist. Was also J.K. Rowling wirklich
veröffentlicht oder gemacht hat. Das wissen wir beide nicht. So sieht's aus. Ja. Aus diesem Grunde wären wir dankbar. Bitte schreibt es in die Kommentare drunter. Genau. Also eigentlich machen wir den Podcast nur, um Dinge von euch erfahren zu können. Natürlich. Ja. Damit füllen wir dann die nächste Ausgabe. Ach so, verstehe. Dann, die schönsten Kommentare können wir ja vorlesen dann. Ach, das finde ich eine gute Idee. Also, ihr könnt auch Mails schicken oder sowas. Also ihr findet uns schon im Internet irgendwo, schreibt uns an. Wir suchen die schönsten Sachen raus und tragen sie auch dann gegebenenfalls vor, wenn sie besonders liebevoll, charmant oder auch scheiße sind. Ja. So, in diesen Zeiten haben wir natürlich auch eine andere Rubrik, die sich ein bisschen mit der aktuellen Infektionssituation der Welt beschäftigt. Coronelliges. Coronelliges kommt. Das hast du dir ausgedacht, das oder? Das habe ich mir ausgedacht. Ja, ich dachte irgendwie, Corona ist keine Rubrik. Wir müssen das irgendwie anders nennen. Aber ist das jetzt eine Mixtur aus was? Karamell und Corona oder ist das gar nicht? Das ist einfach nur eine Abwandlung des Namens. Mach dir keine großen Gedanken. Ich finde es auch gar nicht so gut, das Wort, muss Nein, ich sagen. Nein, dann lassen wir es aus und wir nehmen Neues das nächste Mal. Nee, ja. Vielleicht kommt das Thema auch gar nicht mehr. Wir haben das diesmal benutzt und gucken dann, ob ich das nächste Mal einfach was Lustigeres finde. Ja, bitte. Bitte. So. Das war jetzt auch gerade nur auf die Schnelle, um den ganzen Kram jetzt irgendwie noch zu sortiert in einen sortierten irgendeine Gruppe hinein. Ja, hast du sehr gut erklärt, Margot. Ja, genau. Du kannst nicht mal. Tatsächlich, weil wir müssen natürlich kurz über Attila Hildmann sprechen. Der gehört aber zur selben Kategorie für mich wie Joe Biden. Vorher hatte ich den auch gar nicht auf dem Schirm. Null. Vor der Corona-Leugnung und diesem ganzen rechtsradikalen Nazi-Scheiß, den er sagt. Du und auch nicht? Ich glaube, das ist auch der Effekt des Ganzen gewesen. Er war vorher so ein bisschen bekannt in seinen Vegetarier- oder Veganer-Kreisen, ja. Ansonsten nicht weiter und hat verstanden, wenn ich hier so ein bisschen speziell mal so auf die Kacke haue, dann werde ich einfach noch berühmter. Ja. Und das ist so ein bisschen so auch das AfD-Phänomen und das, was viele andere machen, einfach mal Grenzen sprengen, Schwachsinn möglichst öffentlich breit machen, dann stürzen sich noch mehr Medien drauf und noch mehr Journalisten und er kriegt noch mehr Aufmerksamkeit. Das ist das AfD-Phänomen, das stimmt. Und dann wird man halt einfach berühmt damit, dass man halt größten Schwachsinn erzählt. Und der Schwachsinn wird ja auch immer schwachsinniger. Also ich meine, Corona zu leugnen, okay. Gegen Impfen zu sein, okay. Wer es braucht, bitteschön, dann kratz halt ab, wenn du die nächsten Masern bekommst oder so. Ist mir dann auch egal, ganz ehrlich. Aber es wird ja immer abstruser. Ja, mit halt Theorien über Welteliten, die Kinder essen und so. Ja, was meistens übrigens in richtigen Antisemitismus einfach auch endet, weil es ist ja dann die jüdische Weltverschwörung, um die es dann da genau, geht. Genau, weil die Juden sind mal wieder schuld. Genau, richtig. Das ist völlig. Es geht, Kinder sollen angeblich in irgendwelchen Kellern gefoltert werden. Ja, für die Elite. Und dann wird die Zirbeldrüse. Nee. Also erstmal werden die nur gefangen gehalten. Ach so. Ist ja klar, ist ja alles kommentiert. Also von daher, dokumentiert. Ja, natürlich. Also die werden erst gefangen gehalten und dann lassen die die Kinder gegeneinander in Kämpfen antreten. Ja. Und das Kind, das in dem Kampf verliert, das wird dann erstmal zubereitet und gegessen. Ach, ja. Und das Blut wird getrunken, natürlich. Was jetzt mit der Zirbeldrüse passiert, Margot, weiß ich nicht so genau, da bist du besser informiert. Na, da ist doch dieses eine Hormon irgendwie drin, also die Zirbeldrüse, die macht ja irgendwie, die sondert ein Hormon oder einen Stoff, sondert die ab, den man übrigens ganz problemlos auch künstlich herstellen kann, aber... Gut, aber aus Kindern schmeckt es einfach frischer. Natürlich, aus Kindern schmeckt das frischer. Ist halt Kind zubereitet. Ja. Und ich meine, wir tragen ja auch kindgenähte Kleidung. Warum soll man da nicht kindgenähte Zirbeldrüse genau, so meine Liebe. Zu sich nehmen? Oh weia, ist das böse. Das ist Satire, Margot. Ja, ich weiß. Ich freue mich auf die Kommentare. Ich auch. Und das nehmen dann zu sich und dann werden die dadurch jünger oder bleiben ewig jung. Ah, verstehe. Okay. Und deshalb sieht Bill Gates so jung aus, wie er ist, oder Donald Trump. Wie kommen die eigentlich, kommen die auch da drauf? Also einerseits sagen die, ja, ist auch so blöd, also höre ich aus der Ecke der Corona-Leugner und Impfgegner und Juden sind Schuld-Ecke, dass Bill Gates ja das Coronavirus erfunden hat. Und andererseits sagen sie aber auch, das Coronavirus gibt es gar nicht. Ja, das Tolle ist ja, es gibt wahnsinnig viele Verschwörungen. Ja. Und alle Verschwörer tun sich zumindest so in gemeinsamen Überschneidungen dann zusammen. Sie ignorieren die Widersätze, die sie haben. Ja.
Also während die einen sagen, von wegen, das haben irgendwelche Chinesen irgendwie künstlich gezüchtet, haben, und andere sagen, nee, das war der Bill Gates, sagen dann die Dritten, nee, das war der Bill Gates, der hat das in China machen lassen. Ach die so. Dritten sagen dann, Viren gibt es überhaupt nicht, das ist eine andere Krankheit, aber es ist ja egal, der Effekt ist der, und das Ziel ist ja das gleiche. Man packt sich dann einfach zusammen. Und das ist ja auch die Basis dafür, wie es dann zu solchen merkwürdigen Konglomeraten gibt, das so von ganz links bis ganz rechts, einmal quer durch die gesamte Gemeinschaft, auch relativ intelligente und eigentlich ansonsten vernünftige Leute bei solchen Corona-Leugner-Demos mit dabei sind. Ich habe tatsächlich, da bin ich glaube ich zu dir gelaufen, Margot, lass es 5-6 Monate her sein, ist schon eine Weile her, da war das noch nicht so aktuell mit diesen Anti-Corona-Märschen und so. Ja. Und da lief die Potsdamer Straße, liebe Zuhörerinnen, wir wohnen ja beide in der Potsdamer Straße, das ist eine der interessantesten und diversesten Ecken Berlins. Das Leben der Reichen und Schönen spielt sich woanders ab. Spielt sich woanders ab. Bei mir am U-Bahnhof Kurfürstenstraße wird immer sehr, sehr gerne Crack geraucht den ganzen Tag. Auf so einer Crackbank, da liegt immer alles voller Alufolie, das ist sehr, sehr süß. Jedenfalls, und da habe ich die erste Corona-Leugnungsdemo fuhr bei uns vorbei und da wusste ich dann gar nicht, dass es sowas gibt und da war ich schon verwirrt, dass an den Wagen, da spielte Schlagermusik, da war so ein Schlagersänger in so bunten Hippie-Klamotten und dann waren aber da so Plakate angebracht, zum einen Nazis raus, durchgestrichenes Hakenkreuz, dann aber auch Impfpflicht, Impfdiktatur Deutschland, also war dann auch so ein Plakat dann da und da dachte ich so, okay, das ist jetzt echt weird, wer sind diese Menschen? Und manche tanzten wirr mit so Trommeln und langen Haaren um mich herum und dann waren aber auch wieder so welche, die ich eher halt so in die konservative Doktorandenecke schieben würde und es war ganz krude Gruppe. Ja. Und das hat sich jetzt, das ist mittlerweile schon sehr oft und normal so, ne, bei diesen Demos. Ja, genau. Dass man die gar nicht zusammenbringen kann. Das Absurde ist halt so, sie haben so an ihre Meinung und sie beschweren sich halt, dass ihre Meinung im Mainstream halt nicht so wirklich gehört wird, wo man einfach mal sagen würde, es ist eine Minderheitenmeinung halt. Ja. Das macht keinen, und diese Minderheitenmeinungen sind ja auch wissenschaftlich weitestgehend alle sogar gezielt widerlegt, aber egal. Ja, sehr merkwürdige Bewegung, darüber möchte ich aber nicht weiterreden. Ich wollte aber doch noch ganz kurz von dem Opferungsaltar im Pergamonmuseum sprechen. Ja, das müssen wir noch auf jeden Fall. Also das ist ganz wichtig, weil nämlich, also für alle, die es noch nicht wissen, die Angela Merkel, die gehört ja auch zur Weltelite und trinkt Kinder. Und wie wir alle sehen, sie sieht ja so jung aus wie das blühende Leben. Besonders um Mund rum. Nee, wir machen kein Lookism, Entschuldigung. Nein, ich wollte nur ganz kurz das als Beleg dafür bringen, dass diese komische Geschichte von wegen Kinder aussaugen irgendwie hält halt doch nicht jung. Hält halt doch nicht jung. Also es bringt nichts. Also liebe Angela, falls du zuhörst, nimm's uns nicht übel. Und die wohnt nämlich deshalb gegenüber vom Pergamonmuseum, das tut sie ja wirklich, weil da ist nämlich der Pergamonaltar und der Pergamonaltar ist das Tor zur Hölle. Das ist ein Satanstor, laut Attila Hildmann. Das hat er gesagt, neulich in einem Interview. Ich habe es gesehen. Und da, der ist nämlich da, um da werden die Menschen Opfer gemacht. Und da macht die Angela Merkel immer mit, weil von ihrer Wohnung gibt es auch einen unterirdischen Geheimgang direkt ins Pergamonmuseum rein, damit sie auch heimlich rein kann, um Menschen zu opfern. Und das finde ich, das ist für mich so schlüssig klingt das. Die müssen recht haben. Lieber Attila, geh doch einfach mal ins Museum, dann erfährst du, was das wirklich ist. Und einen Tunnel von Angelas Wohnung, dann muss das ja unter den Spreearm da unten drunter durch sein. Ja, natürlich, ist doch klar. Und wir wissen, die haben parallel dazu, haben die U55 dort ausgebaut. Wie viele Jahre das gedauert hat. Mein lieber Attila, Angela ist da vor 16 Jahren eingezogen. Der Tunnel wäre bis heute noch nicht fertig. Aber ich bitte dich, ist doch völlig klar, dass der Tunnel fertig ist, weil das ist ja Regierungsgeld. Ach und so. Die bekommen ja das Geld von Bill Gates wiederum. Ach, natürlich. Und die können einfach ganz andere Kräfte freimachen, um so einen Tunnel auch zu bauen. Die können kompetente Leute einstellen. Eben. So. Das kann die BVG ja nicht so gut. Nein. Die muss halt mal, die BVG muss mal ihre Mitarbeiter irgendwie mit Zirbeldrüsensaft irgendwie spritzen. Genau. Und so, damit beenden wir das Thema. Jetzt wird langsam schlecht. Ja, okay, wir lassen das. Wir kommen zu den Aha-Regeln. Aha-Regeln. Aha-Regeln oder Aha-Regeln. Aha-Regeln. Die werden jetzt ja erweitert. Ach was? Ja, um zwei L's. Ach so? Einmal L für Lüften, was jetzt im Winter ganz besonders wichtig wird. Und wenn es ganz schlimm kommt, dann auch noch um das L für Lockdown. Ach so. Ja, dann haben wir also Abstand, Lüften, Lockdown, Atemschutzmasken und Hygiene. Und diese fünf Buchstaben in die richtige Reihenfolge gebracht jetzt, ergeben dann das Wort Allah. Nein, Margot.
Ach, dann haben also die Islamisten das Virus erfunden. So sieht's aus, richtig. Jetzt wird mir alles klar. Ja, so viel dazu. Okay, hast du eigentlich dann schon mal so einen Corona-Test eigentlich machen dürfen? Ich habe schon mal einen Corona-Test machen dürfen. Ich auch. Du auch, ja, wir arbeiten ja auch beide im selben Verlag. Und da, ne, wir mussten, weil wir eine Kollegin hatten, die leider positiv getestet wurde und es war mein erster und hoffentlich auch letzter Corona-Test in meinem Leben, ja, bei deinem wunderbaren Hausarzt, der sehr freundlich ist. Ja. Ich weiß nicht, also bei mir war der, für alle ZuhörerInnen auch, die schon einen hatten, bei mir war das sehr, sehr brutal, weil der hat dieses Stäbchen so tief in meinen Rachen gerammt und ich dachte ja wirklich, ich bin gut in Deep Throat, aber offensichtlich nicht, und der hat nämlich auch meinen Kopf am Nacken gegriffen, weil ich dann natürlich so zurückgewichen bin, weil ich unheimlich würgen musste dadurch, und dann hat er meinen Kopf nochmal so richtig auf dieses Stäbchen raufgedrückt. Ich kam mir ein bisschen vergewaltigt vor, und da, wo ich wusste nicht, dass das so ist, und war wirklich geschockt, weil ich hätte sonst ein bisschen mehr Bammel vor dem Test gehabt. War das bei dir auch so? Ich muss gestehen, es war überraschend lang, überraschend dünn und überraschend trocken, was er mir da in den Hals reingehabt. Das kannte ich in dieser Kombination noch nicht. Das kennst du nicht. Ne? Und ich bekam ja dann auch noch so ein Stäbchen so durch die Nase durch. Ja, das und da war auch dachte ich auch so von wegen, holla, jetzt kitzelt da gleich mein Stammhirn. Ja, das stimmt. Das war sehr, sehr unangenehm. Ja, also es ist jetzt nichts, was man irgendwie gerne machen möchte, aber man übersteht es. Ja, natürlich, meine das Güte. Also ganz war ehrlich. Durch. Also wer halt einfach auch mal einen Podcast aufzeichnet mit dir übersteht, der übersteht alles, liebe Margot. Danke sehr. Gerne. Mir fällt gerade noch ein, ich habe einen ganz, ganz tollen Text gelesen, und zwar war, manchmal wird es lauter und leiser. Ist das bei dir auch so? Ja, wenn du näher rangehst oder nicht. Ach so. Ja. Aha. Ja. Ich fange nochmal an. Bitte. Du Margot, was mir nämlich jetzt noch eingefallen ist, und zwar, ich habe neulich einen wahnsinnig interessanten Text gelesen, und ich glaube, der war in der Washington Post oder irgendwie sowas. War irgendwie ein amerikanischer Text. Du liest Washington Post? Nein, aber auf Facebook hat mein guter Freund Hans, so, der in San Francisco wohnt, das geteilt mit seinen amerikanischen Freunden und hat das aber auf Deutsch kommentiert, weil es ging ums Lüften. Und ja, ich wusste gar nicht, was unsere Lüftkultur, unsere deutsche Lüftkultur, ja, Stoßlüften, Querlüften, ja, das scheint halt wirklich für andere Menschen auf der Welt was völlig Absurdes zu sein. Ja. Da ist Lüften ist schon Thema in Amerika, aber in Amerika ist Lüften gar nicht so ein Thema. Und ich habe schon als kleines Kind, habe ich schon eingeimpft bekommen von meinen Eltern, es muss regelmäßig gelüftet werden, weil muss Luft reingelassen werden. Das ist sehr deutsch. Das ist anscheinend also wirklich sehr deutsch. Es gibt bestimmt noch ein paar andere Kulturen, die das auch haben. Ja, bestimmt. Und, aber es ist schon sehr, sehr deutsch. Sehr, sehr deutsch. Und dass es auch Wörter gibt, Querlüften, finde ich auch großartige Erfindung. Kipplüftung und da gibt es Stoßlüftung und es gibt auf YouTube gibt es ganze hunderte von Videos von begeisterten Amerikanern und Amerikanerinnen, die in Deutschland wohnen, durch Studium oder Job oder irgendwie so, und die stellen minutenlang die fantastischen Kippfenster, die deutschen Kippfenster vor, weil die so begeistert von der Funktion des Kippfensters sind. Deutsche Fenster sind für amerikanische Bevölkerung, muss das ein heilsbringendes Instrument sein. Bitte sucht mal auf YouTube German Window, ihr werdet euch totkringeln vor Lachen. Ich glaube, das Wort Stoßlüftung hat es, glaube ich, auch in die amerikanische Sprache geschafft. Stoßlüftung. Ich glaube, ich habe sowas irgendwie genommen. Bitte googelt das doch auch mal ganz kurz und schreibt das in die Kommentare drunter. Ich hätte das jetzt irgendwie wahrgenommen, aber auch nur so halb. Ich habe das noch nicht irgendwie fixiert, aber ich bringe es hier trotzdem dann schon mal an. Ansonsten mache ich mich immer noch mal schlau, bevor ich sowas eigentlich sage. Gut, hast du jetzt nicht gemacht. Nein. Und jetzt reicht's mir auch mit dem ganzen Corona-Scheiß, ganz ehrlich. Bitte. Was haben wir denn noch so im Karton? Privates. Privat? Komm, dann was für Unterwäsche trägst du gerade? Gar keine, du weißt es doch. Oh, mach mich nicht schon wieder geil, Margot, da muss ich schon wieder wichsen. Mach uns den Aaron Carter. Ja. Aber das ist jetzt nicht so privat, nein, das möchte ich mit dir nicht erleben. Nein, ich bin wie die Jungfrau zum Kinde, bin ich zu Darf man das noch sagen eigentlich? Jungfrau ist doch jetzt nichts verwerflich. Ja, weiß ich nicht, aber ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher. Aber gut, sag's nochmal. Wie die Jungfrau zum Kinde.
Kann man bestimmt sagen, da fühlen sich jetzt wahrscheinlich irgendwelche Christen jetzt diskriminiert, weil ich jetzt ja die heilige Mutter Maria, also besonders Katholiken nehmen das ja dann sehr ernst, dann wahrscheinlich aufs Korn nehme und ich mich mit ihr gleichstelle, das ist wahrscheinlich Gotteslästerung oder irgendwie sowas in der Richtung. Ich bin Schildkrötenmutter geworden. Ja, und die ist, wie heißt sie nochmal, Helga? Erika. Macht die jetzt Winterschlaf? Erika ist jetzt kurz vor ihrem Winterschlaf. Wie äußert sich das, wenn sie kurz vorm Winterschlaf ist? Also erstmal, Erika war ja bei Schwiegeroma und Schwiegeroma ist, hat jetzt ein Alter erreicht, wo sie gesagt hat, das ist jetzt schwierig. Erika muss ja immer so ein bisschen Auslauf auch haben, also im Sommer vor allen Dingen. Und sie kann Erika nicht mehr alleine nach unten und wieder hoch. Das wird ihr zu schwierig, sie fühlt sich unsicher. Und sie möchte Erika dann doch jetzt gerne abgeben, es wird jetzt Zeit. Hat die Oma die auch Erika genannt, die Schildkröte? Ja. Warum denn? Ja, Erika ist 30 Jahre alt. Vor 30 Jahren hat man Schildkröten Erika genannt. Das ist schon ein bisschen süß auch. Du kennst ja die Oma deines Ehemanns, denke ich mal. Ja. Ist die eine süße Oma? Das ist eine total süße Oma. Ja. Aber vor allen Dingen, als ich das erste Mal zu ihr eingeladen worden bin, hieß es, ja, wir essen dann bei meiner Oma, aber ich habe eine Auftau-Oma. Da habe ich gefragt, was ist das denn? Eine Auftau- und Pfannen-Oma. Ah ja. Ja, und die macht sich dann so eine Pfanne irgendwie, also so ein fertiges Gericht, wirft sie in die Pfanne oder macht es in den Kochtopf, das wird warm gemacht. Das ist die. Die kocht nicht selbst, die schält keine Kartoffeln, das macht die nicht. Hat die noch nie gemacht. Das ist aber sehr unüblich für die Generation. Für diese Generation, Mitte 80 ist das. Ich habe das Gefühl, meine Oma, die ist schon ganz, ganz lange leider tot. Ich habe die geliebt über alles. Ja. Gefühlt stand die nur in der Küche. Da gab es immer ein kaltes Kotelett im Kühlschrank. Ja. Kartoffeln wurden ständig gekocht. Es war immer nur am Kochen, war die, ne? Meine Oma auch. Meine Eltern hat auch immer gekocht. Das war ganz, ganz toll. Das hat sie ganz, ganz lecker gemacht. Natürlich. Auch meine Lieblingsoma. Omas, sind Omas schon, toll. Ja, ja. Leider auch schon 1988 verstorben, meine Oma. Ach, auch meine auch so früh, ja. Also meine Oma Anfang 90er und mein Opa auch Ende 80er. Ja. Du hast einen Opa gehabt, immerhin. Das hatte ich leider nicht. Ja, Opa Manfred, der war ganz toll. Ach, habe ich meinen Opa geliebt. Der war toll. Naja, egal. Gut. Wir reden in einem anderen Podcast über Familie. Das finde ich gut. Auch, bitte, das finde ich ein gutes Thema. Ja. Also Schildkröte auf jeden Fall ist jetzt gerade frisch umgezogen, deshalb ist noch ein bisschen aufgeregt. Und so eine aufgeregte Schildkröte, die wetzt natürlich immer ständig hin und her durchs Terrarium. Ja. Die muss jetzt erstmal ein bisschen. Ist jetzt aber auch übertrieben dann. Ne? Na, die sind schneller, als man denkt manchmal. Okay. Und die muss jetzt erstmal ein bisschen ankommen und fängt jetzt an, noch sich wohlzufühlen. Und isst immer Salat. Sind das echte Tic-Tacs? Das sind echte Tic-Tacs, die du da gerade hast, ja? Frag das mal. Entschuldigung, ich habe gerade Tic-Tacs entdeckt, war mir aber nicht sicher, ob das wirklich Tic-Tacs sind, das sind Coca-Cola-Tic-Tacs? Das sind Coca-Cola-Tic-Tacs. Aber es sind nicht die von Tic-Tac wirklich, oder? Doch, das sind von Tic-Tac, Coca-Cola. Ist das eine limitierte Auflage, die irgendwie, wo jedes Tic-Tac dann was wert ist? Das oder? Ist jetzt von Coca-Cola, nein, von Tic-Tac, Coca-Cola, Tic-Tacs und wir kriegen kein Geld dafür, dass wir das erwähnen. Leider. Ich hätte es aber gerne bekommen, das Geld. Möchtest du auch einen Coca-Cola-Tic-Tac? Nein, danke. Ich habe meine Coca-Cola hier so zu stehen, ohne Tic-Tac. Die macht nur Gluck-Gluck. Erzähl weiter über die Schildkröte. Na, der Schildkröte geht es gut. Die hat sie jetzt eingelebt und bereitet sich jetzt langsam auf den Winterschlaf vor. Na, bereitet sich denn so eine... Sie muss sie ein bisschen anfuttern und dann wühlt sie jetzt die ganze Zeit ihr Stroh, was sie da hat. Also sie hat so ein Auslagematerial unten, nicht Sand, sondern ist ja eine Landschildkröte. Ein Auslagematerial. Ja, ich sag mal Auslagematerial. So nennt man das, So nenne ich das jetzt. Unter Schildkrötenbesitzern nennt man das so landläufig. Das wühlt die jetzt immer so ein bisschen so zusammen zu einem Berg und dann wühlt sie sich dann irgendwann mal drunter und dann... schläft sie da wahrscheinlich. Und dann kommt sie in einen Karton hinein. Andere Leute packen sie in den Kühlschrank. Das machen wir nicht. In den Kühlschrank? Uns kommt sie dann in die Kammer. Es muss auf jeden Fall kühl sein. Es muss ein kühler Raum sein. Kühlschrank wurde auch... Feier, aber wirklich? Das finde ich nicht schön. Nee, ich möchte das auch nicht. Wenn man es... Anscheinend scheint es der Schildkröte ja nicht weh zu tun. Das könnte ich aber nicht. Also nicht, weil dann ein Tier im Kühlschrank wäre, das wäre mir scheißegal. Einfach der Schildkröte wegen... Ich hätte auch Sorgen, weil meine Kühlschrank ist auch begrenzt viel Sauerstoff drin. Gut, sie atmet ja auch sehr, sehr langsam, deswegen ja auch Winterschlaf. Ich glaube, die atmet dann so einmal am Tag. Ja, einmal am Tag, habe ich neulich gesehen. Ja, das ist wahnsinnig langsam alles. Und die kommt bei uns in den Karton dann rein, ab in die Kammer und da ist dann kühl,
kühl genug auf jeden Fall. Und da kann es dann überwintern und dann wird sie im Frühjahr wieder wach. So, Margot. So Gott will. Und, mein 30 ist ja auch schon ein stolzes Alter. Das ist noch gar kein Alter. Die Dinger werden 70 Jahre alt. Ach, das ist so eine, die so alt wird. Ja, das ist noch nicht mal so alt. Es gibt Schildkröten, die werden hunderte Jahre alt. Deshalb, also liebe ZuhörerInnen, überlegt, ob ihr euch eine Schildkröte anschafft. Ja. Weil die zwangsweise überlebt die euch wahrscheinlich. Und achtet da drauf, bitte. Genau. Ja? Nicht nur, weil die süß sind, sich so ein Ding anschaffen und dann was passiert, wenn er sie nicht mehr haben wollte. So sieht's aus, richtig. Also es ist ein sehr interessantes Thema. Ich lerne jetzt auch gerade ganz, ganz viel über Schildkröten. Ja? Ich weiß noch lange nicht alles. Nein. Da habe ich heute, ich gucke ja sehr, sehr gerne auf ZDF Info, diesen Harald Lesch mit seine ganzen Wissenssendungen. Gerade am Wochenende kommt da eine Sendung hintereinander, Leschs Kosmos. Und heute ging es um Fische. Und der hat, also da war Credo war, wir wissen eigentlich noch viel zu wenig über Fische. Dafür, dass die halt eigentlich, wir die ständig essen. Ja. Und da gab es Tests und Fische haben nämlich tatsächlich ein Selbst, also sie nehmen sich selbst wahr, sie wissen, dass sie ein Individuum sind, kam jetzt raus in Forschungen. Und zwar viele Aquarienbesitzer der Meinung sind, ihre Fische im Aquarium würden sie tatsächlich erkennen. Und daraufhin wurde das mal untersucht und es gibt so einen Fisch, der ist total clever, der wohnt in so einem See und wenn der auf so einem Ast am Ufer ein Insekt sitzen sieht, dann spuckt der Wasser aus seinem Maul Richtung Insekt. Und berechnet den Bruchwinkel mit. Genau. Und da, ja, es ist cool. Und auch die Entfernung und den, ja. Und das Insekt fällt da runter und kann das fressen. Also wahnsinnig intelligente Leistung. Und diese Fische, die haben sie genommen und die haben immer dem zwei menschliche Gesichter auf einem Screen gezeigt. Und er musste immer entscheiden bei dem nächsten Screen, welches Gesicht er noch nicht gesehen hat. Er musste sich also merken, welches ein neues Gesicht ist. Und das immer bespucken. Und immer, wenn er es bespuckt hat, bekam er was zu fressen. Das war dann die Belohnung. Und dieser Fisch hat von, sagen wir mal, 100 verschiedenen Gesichter hat er tatsächlich über die Hälfte wirklich erkannt. Nicht über die Hälfte, mehr, 80% erkannt. Ich wollte gerade sagen, über die Hälfte wäre es ja so Unsinn. Völlig das wär im Zufall. Rahmen des Zufalls. Ja. Die können Gesichter sich merken und erkennen. Das finde ich unheimlich aufregend. Wir wissen ohnehin viel zu wenig über Tiere. Also lieber Vegetarier, die ihr kein Fleisch esst, aber Fisch. Kann man nochmal nachdenken. Lachs ist ein großes Problem mittlerweile. Weil die ganze Welt frisst nur noch Lachs. Ja. Und egal, ich möchte jetzt nicht, nein. Mein neues Hobby sind jetzt Fischwissenschaften, merke ich gerade. Ja. Ich bin gespannt, du wirst mich ja dann demnächst auch, wenn du denn dann fertig bist, auch mal zum Fischessen einladen, wobei du kannst ja gar was anderes machen, ich esse nämlich gar keinen Fisch. Ich wollte gerade sagen, du hast doch Fisch. Ich finde Fisch, ja, ich esse auch nur Fischstäbchen, weil da ist ja schön Lachs drin. Das ist ja nur Seelachsfilet, das ist kein Lachs. Ich weiß, ja. Du hast nämlich, du bist dabei, bei dir gibt es demnächst eine neue Küche. Du willst immer eine Küche sprechen. Jurassica macht sich eine neue Küche. Also, liebe Margot, ich bin ja absolut passionierte Hobbyköchin. Ich liebe Kochen und nach Möglichkeit koche ich fast wirklich täglich. Ich bezeichne es immer als therapeutisches Kochen, weil beim Kochen kann ich wirklich abschalten. Wenn ich schnipple und brutzle und zubereite, dann denke ich meistens an ganz gar nichts und das finde ich äußerst angenehm und deshalb koche ich so viel. Und jetzt haben wir uns, Klausi und ich, mein Mann, nach langem Hin und Her endlich dazu entschieden, eine neue Küche einzubauen in unsere Wohnung in der Potsdamer Straße und die wurde gestern geliefert. Von zwei armen Männern, die in unserem engen, hochstufigen Treppenhaus und im vierten Stock, vierte Etage, ohne Fahrstuhl, Dachgeschoss, mussten die also zu Fuß eine ganze Küche hochtragen. Die haben geflucht, die zwei. Aber ich glaube, gehört auch zum Business dazu, damit sie mehr Trinkgeld bekommen, glaube ich. Ja, natürlich das auch. Und du hast ihnen dann auch 2 Euro Trinkgeld gegeben. Wir haben ihnen 30 Euro Trinkgeld gegeben. Super, okay, Da waren sie dann wieder freundlich auch. Nee, und jetzt ist alles oben und wir haben gestern schon ein bisschen aufgebaut. Ein guter Freund kam und heute kommt eine gute Freundin und wir werden jetzt halt nur bauen, aber ich freue mich wahnsinnig. Aber was macht man mit dem ganzen Müll, der dann übrig bleibt? Also erstens diese ganzen Pappkartons. Ja. IKEA ist ja da wirklich furchtbar. Ja. Ja. Das muss ja alles wieder runtergetragen werden und dann der ganze Sperrmüll, die ganze alte Küche und der ganze Scheiß, also es bleibt noch sehr, sehr viel zu tun, Margot. Du hast ja auch erst seit 1-2 Jahren eine neue Küche hier bei dir drin. Vor 1,5 Jahren, im September letzten Jahres gab es, oder im August letzten Jahres gab es auch bei mir eine neue Küche, weil die alte nach
21, 22 Jahren, da war die einfach durch. So, dann sag mir doch mal, was war am schlimmsten? Das Aufbauen oder den Müll entsorgen später? Am schlimmsten war eigentlich mein Mann. Und ich befürchte, das wird bei mir auch so sein, weil mein Mann wird dann so streng irgendwann beim Aufbauen, ja. Und am liebsten soll ich gar nicht in der Nähe sein. Ja, genau so ist es auch bei uns gewesen. Ich baue eigentlich wahnsinnig gerne auf und gerade so IKEA-Sachen, das ist mein Ding, das liebe ich, aber David, so heißt mein Mann, war sehr, sehr erpicht darauf, diese Küche halt wirklich aufzubauen. Er macht das scheinbar sehr gerne. Er hat vor 5 Jahren sich seine eigene Küche in seiner Wohnung aufgebaut, vor 6 Jahren, das war kurz bevor wir uns kennengelernt haben. Jetzt hat er sich das auch gespart. Ja. Davor noch in seiner ehemaligen Beziehung gerade eine neue Küche. Also er baut gerne Küchen offensichtlich auch. Das ist so sein Hobby. Ja. Und jetzt sind wir für 3, 4 Jahre erstmal wieder sicher. Da muss irgendwie eine neue Küche. Wir gucken mal. Du glaubst, der will in 4 Jahren schon wieder eine neue Küche aufbauen? Na, sein bisheriger Schnitt ist alle 5 Jahre eine neue Küche irgendwo aufbauen. Das würde ich nicht mitmachen. Da würde ich mich eher trennen. Ja, das... Er hat jedenfalls zu mir gesagt, er will mich dann gar nicht in der Wohnung haben. Ja. Ich soll dann weg. Ja. So, dann bin ich weggegangen dann halt. Dann, habe ich gesagt, dann mach das. Dann verzichte ich auf das Aufbauen. Ist in Ordnung. Ist jetzt auch nicht so schlecht. Nee, ich reiß mich da jetzt nicht drum, ehrlich gesagt. Aber du kommst nach einem Tag wieder und dann auf einmal auch eine neue Küche. Ja, na gut, also das dauert bei uns auf jeden Fall länger. Aber wir haben auch viel, viel mehr Schränke als ihr. Wir haben jetzt also, es wird fantastisch. Ich werde dann irgendwann mal ein Foto von der fertigen Küche auf Instagram posten. Und das Foto zeigst du uns dann bitte hier im nächsten Podcast. Genau. Und du beschreibst es dann einfach. Nein, aber wir haben ja beide einen Instagram-Kanal. Ne? Das wisst ihr bestimmt. Genau. Ja. Was hast du noch im letzten Monat gemacht? Ich habe ansonsten sehr, sehr viel Serien geguckt. Ich bin ja eine Serienguckerin. Ja. Ja, ich glaube, mittlerweile guckt man ja so viele Serien, auch zweigleisig. Ich gucke dann die und die, je nachdem, mit wem ich gerade gucke. Ich gucke eine allein und eine mit Klaus oder irgendwie so. Ja. Ich komme mittlerweile schon jetzt nach den letzten 2 Streaming-Jahren so durcheinander, dass ich gar nicht mehr genau weiß, in welcher Serie eigentlich welche Handlung mal war. So geht mir das. Man kommt, das kenne ich auch. Man kommt manchmal dann doch ganz, ganz stark durcheinander und fragt sich eigentlich, warum der US-Präsident jetzt nicht einfach in sein Raumschiff steigt und irgendwie in die Zukunft reist. Richtig. Und dann huch, hoppla, ich habe jetzt gerade House of Cards mit Star Trek durcheinander gemacht. Ja. Welche Serie mich schon begeistert hat, ich bin aber dann in der dritten Staffel, die jetzt gerade lief, ein bisschen ausgestiegen, weil sie mir einfach wirklich zu kompliziert wurde, war Dark. Dark ist toll. Ja, aber ich frage mich, was für kranke Hirne sich diese Handlung ausgedacht haben. Dann gab es ganz, ganz frische Drogen aus der Hasenheide. Ja, so, da sind wir wieder bei der Hasenheide. Die waren ein bisschen überdosiert. Weil es spielt ja nicht nur noch in 3 verschiedenen Zeiten, sondern auch noch jetzt in 2 verschiedenen Universen. Ich glaube in 3 verschiedenen am Ende. Also am Ende spielt es in 3 verschiedenen Universen. Okay. Ja. Und das, da kam ich nicht mehr hinterher. Ja. Ja. Also für diejenigen, die Dark nicht gesehen haben, man muss sich so vorstellen, aus der Gegenwart reist ein Junge in die Vergangenheit und lernt dort praktisch seine eigenen Eltern mehr oder weniger kennen oder bumst mit einer Frau und stellt auf diese Art und Weise deinen dann in der Zukunft späteren besten Freund eigentlich erst. Der bumst mit einer Frau und der Sohn, den er mit der Frau von seinem Vater gebumst hat, der ist aber dann in der richtigen Zeit sein Vater wiederum. Ach so ist das, genau, richtig. Also er ist sein eigener Opa eigentlich. Also irgendwie, ihr merkt jetzt schon. Nee. Also es wird auf jeden Fall, und in der Staffel 2 reisen sie einfach noch mehr und bumsen noch viel mehr miteinander. Und in Staffel 3 geht es dann wirklich ganz quer durch die Dimensionen. Wirklich kompliziert. Es ist wirklich so eine deutsche Produktion, das fand ich spektakulär, weil ich finde, und das ist auch das freut mich so sehr an diesen neuen deutschen von Streamingdiensten produzierten Serien, die sehen unheimlich international aus. Der Look ist sehr international und sehr hochwertig und die sind auch schon sehr oft für den internationalen Markt mittlerweile ausgelegt. Das merkt man halt irgendwie an den Vorspänen auch, dass sie oft auf Englisch schon sind und so. Und das finde ich ganz toll, dass da endlich Deutschland da auch mal mitzieht. Das ist wahr. Allerdings gibt es bei Dark ein paar Sätze, die grundsätzlich immer kommen. Nämlich zum Beispiel die Frage, welcher Tag ist heute? Nein, welches Jahr? Ach ja, okay. Ja, das kommt in jeder zweiten Folge vor. Okay, verstehe.
Ja gut, wenn das halt so kompliziert ist, dann muss man auch mal nachfragen. Naja, natürlich. Ja, natürlich. Und dann gibt es immer wieder so einen Satz, du verstehst es nicht, du musst erst die gesamten Zusammenhänge. Ja, genau, die zusammen, da frage ich mich halt immer wieder. Das muss immer wieder erwähnt werden. Und dann denke ich, dann liefert doch mal den scheiß Zusammenhang endlich mal, damit ich auch wieder hinterherkomme. Also wie gesagt, ich bin da ausgestiegen. Ja. Wo ich jetzt gerade wie Feuer und Flamme natürlich bin, weil Margot, du bist ja auch Trekkie. Ja. Wie eigentlich fast alle Tunden in dieser Stadt. Ja. Star Trek Discovery, die dritte Staffel, ist seit letzter Woche jede Folge eine neue Woche. Ja, also wir haben jetzt zu diesem Zeitpunkt, als wir den Podcast aufnehmen, erst 2 Folgen sehen können. Ja. Folge 1 und Folge 2. In dieser Reihenfolge werden sie auch ausgestrahlt. Ach, ja, tatsächlich. Hast du, ja. 2 Folgen, das waren Folge 1 und Folge 2. Ja. Das ist aufregend, mein Gott. Ich weiß. Hast du denn die zweite Folge schon gesehen? Ja, gestern, nach dem Küche aufbauen. Ja, ja, wirklich. Und dann habe ich einen ganz, ganz großen Pott gemacht mit Grünkohl, Knackern und Kassler für meine Aufbaujungs. Und dann haben wir, die zweite Folge gesehen. Ja. Deine Star Trek-Suppe. Das war ein Grünkohl-Pott. Ja, das hättest du jetzt auch, das ist Ferengi-Hören in pürierten Vulkanierblut. Das kann man auch so sagen, ja. Ich mag es sehr gerne und freue mich, dass endlich mal wieder Raumschiffe durchs Weltall fliegen. Ja. Ja. Also vor allen Dingen Star Trek Raumschiffe durchs Weltall fliegen. Es gibt viele andere Serien, die auch versuchen, so in Richtung Star Trek zu gehen und also ein bisschen die Philosophie oder die Machart aufzugreifen. Das scheitert für mich eigentlich alles weitestgehend. Tatsächlich muss ich jetzt wirklich sagen, Margot. Ja. Und bitte sei mir nicht böse. Ich überleg's mir noch. Du hast viel weniger Haar, als ich dachte, auf dem Kopf. Nein, das wollte ich nicht sagen. Entschuldige bitte. Die Folge The Expanse, die Serie The Expanse, finde ich großartig. Ja. Und teilweise möchte ich sogar behaupten wollen dürfen, dass es ein bisschen besser als Star Trek ist. Es ist anders auf jeden Fall. Sehr anders. Ja, habe ich auch schon gesehen. Ich bin noch nicht durch. Ja. Ich bin sehr früh noch am Gucken. Ja. Das ist eine von den Serien, wo ich, man braucht am Anfang manchmal so ein bisschen, man muss länger gucken am Anfang. Ja, das ist aber bei allen Serien eigentlich so. Das ist bei allen Serien so und manchmal verliert mich die eine oder andere Serie. Ja. Die haben mich am Anfang verloren, aber ich habe viel anderes Gutes gehört und man muss durchhalten. Großartig. Und dann geht es wirklich ganz super weiter. Ich bin gespannt, aber es ist schon eine Weile her, dass ich den Anfang der ersten Staffel da geguckt habe. Und ich muss da wieder. Mach rein. Das bitte, weil das wird dir gefallen. Und ich mag ja auch immer so, also erstens mag ich ja Science-Fiction-Filme oder Serien, da habe ich so eine Schwäche für, die halt in der nahen Zukunft spielen. Also abgesehen davon wirklich das völlig utopische wie Star Trek mit Raumschiffen und Beamen, den ganzen Kram, ich auch toll. Aber ich mag auch so nahe Zukunft, wo die Welt noch so ist, wie man sie kennt, aber dann halt die Technik schon futuristisch ist. Sowas mag ich auch sehr gerne. Ich sage nur Star Trek der 60er Jahre. Das gab ja auch völlig absurde Dinge, wie zum Beispiel ein kleines Gerät in der Hand, was man aufklappt und dann kann man damit mit anderen Leuten sprechen. Verrückt, ne? Völlig verrückt. Ja. Oder man mag auch das kaum glauben, Anfang der 90er Jahre hatte man bei Star Trek ein kleines flaches Brett in der Hand. Mhm. Das war ein Bildschirm, auf dem man rumtippen konnte. Ja. Das war damals Zukunftsmusik. Aber wirklich, also ich war in Next Generation mit Picard und Co. war ja mein Einstieg in das Star Trek-Universum. Und diese, von denen du gerade sprichst, die hatten, wie hießen die denn immer, diese Pads. Die hießen Pads einfach hießen nur, ne? Pads. Ich fand das toll als Jugendlicher. Und dachte immer, boah, das hätte ich so gerne. Jetzt haben wir es. Und jetzt haben wir das, ne? Also das ist wirklich verrückt, wenn man sich das mal überlegt, ne? Star Trek, es gibt ein wunderbares Buch darüber, wie Star Trek Design und Forschung der Gegenwart beeinflusst und verändert hat. Ja, ja. Also ich sage jetzt nicht, dass Star Trek das Tablet erfunden hat. Nee, das war Bill Gates natürlich. Es hätte auch anders aussehen können. Ja, okay, verstehe. Es gibt auch schon so ein paar Ideen, die ganz gezielt in diese Richtung auch hin designt worden sind, als die Technik auch so weit war. Naja, aber warte mal, das erste wirkliche Tablet war doch wahrscheinlich das iPad von Apple, oder? Also was wirklich groß auf dem Markt war. Vermute ich mal, ja. Der war bestimmt auch tricky, der Bill Gates von Apple. Genau. Wie heißt er denn nochmal? Steve Jobs. Steve Jobs, sage ich Steve doch. Steve Jobs, der Erfinder der Jobcenter. So, oh. Puh, wie kommen wir jetzt da wieder raus? Gar nicht mehr, wir springen einfach. Wollen wir nochmal über... Nö. Nein, nicht. Ich finde eigentlich, wir haben auch jetzt wirklich sehr lange schon gesprochen. Wir haben schon sehr lange gesprochen. Also wir wollen ja unseren zuhörenden Menschen auch nicht zu viel zumuten in der ersten Folge. Nee, heben wir uns die anderen Sachen auf, wobei so viel ist es nicht mehr. Wir machen das nächste Mal. Auch nur langweiliges Zeug. Unsere schönen gemeinsamen Bookings und dann werde ich noch über den CSD Weimar berichten. Ja, dann berichte jetzt noch über den CSD Weimar. Machst du das nächste Mal? Nein, so ein Cliffhanger fürs nächste Mal. Und dann ist aber schon wieder ein Monat rum. Wen interessiert da noch der CSD Weimar? Den interessiert ja so schon keinen Sau. Der Cliffhanger ist auch dafür, dass man Leute neugierig macht, damit sie beim nächsten Mal ein
schalten. Er ist nicht dafür, dass er beim nächsten Mal erfüllt wird. Ah, du bist aber auch eine ausgefuchste Margot Schlönske. Und ich habe das Konzept damit leider auch schon verraten. Ja, hast du es schon verraten. Du, dann ganz kurz, der nächste Podcast kommt. Der nächste Podcast kommt dann am 30. November heraus. Toll. Du Margot, ja, wo kann man dich denn jetzt im November dann mal so live und in Farbe und mit Bild sehen? Also live in der Farbe und mit fast anfassen, wenn man den Corona-Abstand da einhält, Inkognito, da mache ich... Fast anfassen. Fast anfassen. Da hat man nicht, sag nicht. Mehr. Nein, also im Inkognito, da mache ich Bingo und Memory und natürlich gibt es auch die Kiez-Tour. Da führe ich euch durch 20 schwul-lesbisch-queere Locations durch den Neulendorf-Kiez. Termine könnt ihr buchen unter www.kieztour.berlin. Das hast du so schön gesagt. Ich mag das, wenn du Domains ansagst. Das, ja. Das hat sowas Sonores Apartes? Ja, weitere Termine unter www.schlönske.de. Mit OE. Mit OE. Obwohl man kann ja mittlerweile auch Umlaute in Domains geht auch, aufnehmen. Dann landet er auch auf der gleichen Homepage. Wo gibt es dich denn demnächst zu hören und zu sehen und zum Anfassen? Das ist der vierte Anlauf, Margot. Mich wird es zu sehen geben im BKA-Theater am 7.11. und am 21.11. Das ist richtig. Bisher hast du dich immer verhaspelt beim letzten drei Malen. Show Paillette geht immer. Übrigens die erfolgreichste Nachtshow im BKA-Theater, möchte ich nur mal sagen. Ja. Und zwar am 7.11. ist Charlotte Krieghaus da, die Gino Bormann als Junge tritt sie nämlich gerade bei Prince Charming auf und wird ganz viel davon erzählen, wie halt so ein Reality-Dreh ist für Vox, finde ich super spannend. Und sie hat noch einen Mitkandidaten mit, wo ich den Namen gerade wirklich vergessen habe, hilft auch nicht, das nochmal aufzunehmen. Okay, aber das ist ja schon ein Grund genug einzuschalten. Ja, ist so eine Fetisch-Muskelstute, freue ich mich sehr drauf. Und am 21.11. ist Pempenko aus Köln zu Gast, freue ich mich auch sehr drauf. Die war ja damals auch bei DSDS, eine wenigen Transvestiten, und die hat es sogar bis in Re-Recall oder irgendwie so geschafft. Darüber wird es auch erzählen. Ich habe also Reality-Material im November bei mir zu Gast. Ja, super. Also ist doch fantastisch. Ja. Das war dann unser erster Podcast, den wir gemeinsam aufgenommen haben. Und ganz schön fusseligen Mund jetzt. Ja, wie war es für dich ansonsten? Ich liebe Podcasts. Man muss sich ja nicht schminken. Das ist ja das... Ach nee, wir sind geschminkt, ne? Ja. Wir sind natürlich geschminkt, liebe Zuhörende. Wir sind geschminkt. Wir sind geschminkt. Wir machen es wie Donald Trump. Wir sagen es nur ganz, ganz oft, die Lüge, und dann irgendwann glauben das wir alle. Sind geschminkt. Wir sind geschminkt. Wir sind geschminkt. Wir waren noch nie so gut geschminkt wie heute. Wir sind aber die bestgeschminktesten. Können Sie alle fragen. Alle wissen geschminkt. Das. Wir sind alle sagen das auch. Jessica und Margot sind die bestgeschminktesten Transvestiten Berlins. Ja. Jetzt wirklich, der Welt. Ja, der Welt. Und darüber hinaus. Geschminkt. Überhaupt. Immer geschminkt. Ja. Also wirklich besser und schöner geschminkt. Geschminkt. Als wir zwei war noch nie jemand. So. So, jetzt bitte wählen Sie uns am 3. November. Dann tschüss, oder? Tschüss, genau, bis zum nächsten Mal. Bye. Das war's mit dem Podcast von Jessica und Margot für dieses Mal. Ab sofort keine Ausgabe mehr verpassen. Jetzt abonnieren.